Wir waren vor der letzten Pause bei dem Konzept, dass, wenn es kein Opfer gibt, also niemandem Schaden zugefügt wurde, dass es dann kein Verbrechen gab. Viele Leute werden immer noch festgehalten für etwas, was niemandem Schaden zugefügt hat. Worüber wir noch sprechen müssen, wenn wir über richtiges und falsches Verhalten reden, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, ein Unrecht an andere zu delegieren. Niemand hat also die Macht zu sagen, du darfst ihm schaden, ohne dass du dafür schlechte Konsequenzen bekommst. Man kann es keinem moralisch in Anführungsstrichen erlauben. Genauso wenig kann man das an eine Gruppe delegieren. Es ist also nicht möglich, ein Unrecht zum Recht zu machen. Viele Leute, die an Regierungen glauben, denken, dass es möglich ist, ein Unrecht an eine Gruppe zu delegieren, und wenn sie es tun, dann ist es kein Unrecht. Dies ist nicht möglich, egal wie viele andere Meinungen sind. Menschen können ebenso wenig jemandem Rechte gewähren. Jeder hat die exakt gleichen angeborenen Rechte, weil Rechte nicht von Menschen stammen. Rechte, genauso wie Naturgesetze, kommen vom Schöpfer dieses Universums und nicht von Menschen. Menschen können auch nicht entscheiden, was richtig und was falsch ist. Richtig und falsch sind in der Schöpfung eingewoben und sollen von uns entdeckt werden. Dann kann man richtig und falsch erkennen und sein Verhalten daran anpassen. Man kann ein Unrecht an niemanden delegieren. That action cannot be, quote, delegated, granted or licensed to any other individual or group and magically called a right. It does not become a right. If it's wrong, it's Wenn eine bestimmte Handlung für eine Einzelperson kein Recht ist, dann kann diese Handlung weder delegiert, gewährt oder lizenziert werden und dann in ein Recht umgewandelt werden, weder bei Einzelpersonen noch bei Gruppen. Was nach den Naturgesetzen ein Unrecht ist, bleibt immer ein Unrecht. Genauso wenig kann ein Recht in ein Unrecht umgewandelt werden. Manche Leute, besonders die, die an Regierungen glauben, denken zwar, dass es möglich ist, aber es ist unmöglich. Wie können wir also wissen, was Rechte sind? Wie können wir uns absolut sicher sein? Die Naturgesetze sind unabhängig von dem Glauben der Bevölkerung. Da die Naturgesetze in Kraft sind, können die Menschen nicht festlegen oder sich aussuchen, was richtig und was falsch ist. Es muss gelernt und verstanden werden. Das bedeutet, dass es egal ist, wie viele Leute meinen, dass man ein Unrecht in ein Recht oder ein Recht in ein Unrecht umwandeln kann. So etwas kann in der Realität nicht erreicht werden. Leute können nur glauben und so tun, dass es möglich ist und dass es auf magische Weise dann so ist. Aber ein Recht bleibt immer ein Recht und ein Unrecht immer ein Unrecht. Unglücklicherweise glauben die meisten Menschen fälschlicherweise daran, dass es moralisch möglich ist, Rechte zu delegieren, nicht vorhandene Rechte zu kreieren oder angeborene Rechte jemandem entziehen zu können. Sie glauben wirklich, dass wir das können. Wenn man also Zweifel hat, ob eine Handlung in Harmonie mit den Naturgesetzen ist oder nicht, dann kann man sich ein Szenario mit nur zwei Leuten vorstellen. Is to imagine a scenario of a planet, a world, where there is only two people, where only two people exist on an entire planet. Okay? If the behavior in that circumstance, wenn das Verhalten in dieser Instanz ein Recht oder Unrecht ist, dann ist es das auch bei jeder Anzahl Wesen. Unabhängig davon, wie viele Leute meinen oder glauben, es sei anders. In any size population, regardless of how many people may believe otherwise. Wenn die Handlung in der Instanz ein Recht oder ein Unrecht ist, dann ist die Anzahl der Wesen irrelevant. Viele Leute werden sagen, ja, bei ein paar Leuten geht das ja noch, aber nicht bei Milliarden von Leuten. Das hat nichts damit zu tun, ob etwas richtig oder falsch ist. Wir können uns das nicht aussuchen. Sehen wir uns das Szenario an. Hier ist unsere Welt und zwei Leute. Two well-groomed businessmen, and they're
Lass uns das Konzept Steuern ansehen. Ist Besteuerung richtig oder falsch? Ist es moralisch akzeptabel oder nicht? Oder ist es ein Unrecht? Sehen wir uns also an, was es wirklich ist. Und wir werden es nicht weichquatschen. Hier ist also, was es wirklich ist. Das ist nicht meine Meinung, sondern ich beschreibe nur, was es wirklich ist. Steuern ist der Anspruch einer Gruppe von Leuten, die sich Regierung nennen, dass ihnen das in Anführungsstrichen Recht innewohnt, anderen Leuten einen willkürlichen Prozentsatz ihres Arbeitslohns, eine Art von Eigentum, konfiszieren zu dürfen. Gleichgültig, ob die Person das freiwillig abgeben will oder nicht. Wenn wir nun fragen, wer will freiwillig noch mehr Steuern bezahlen, da meldet sich niemand. Warum nicht? Weil die meisten meinen, dass sie schon genug Steuern bezahlen und sie nicht freiwillig noch mehr investieren wollen. Sie wollen die Ressourcen für sich selbst so einsetzen, wie sie es für richtig halten. Aber wenn die Regierung sagt, ab jetzt zahlen alle 5% mehr Steuern, dann würden die meisten es bezahlen. Denn bewusst oder unbewusst wissen sie, dass es ein Zwang ist. Sie wissen, dass wenn sie es nicht bezahlen, eine Art von Gewalt auf sie einwirken wird. Dabei ist es egal, ob jemand kommt und einem etwas wegnimmt, man in einen Käfig gesperrt wird oder jemand physische Gewalt auf einen einwirkt. Es ist also ein Anspruch, dass eine Gruppe das Recht hat, dir einen Teil deiner Arbeit in Form von Geld wegzunehmen. Egal, ob die Abgabe freiwillig ist oder nicht. Wenn wir etwas machen, dann bekommen wir etwas dafür. Es ist unser Lohn für die geleistete Arbeit. Es ist unser Eigentum, da wir dafür gearbeitet haben und es rechtmäßig erworben haben. Es beinhaltet also Zwang. Steuern werden durch die Androhung von Gewalt, also Verhalten, was deiner körperlichen Unversehrtheit schadet, oder Inhaftierung, also dem Entzug deiner physischen Freiheit, durchgeführt, falls man sich dieser Konfiszierung widersetzen sollte. Dieses Vorgehen wird von denen, in Anführungsstrichen, gerechtfertigt, die behaupten, es sei unerlässlich und notwendig für das Allgemeinwohl. Das ist die Rechtfertigung für die unfreiwillige Konfiszierung vom Lohn der Arbeit eines Individuums. Jus in Latin means right or law, and then faceo, facere means to create or to make. So to justify means to create right, to make a right up. And conjure it into existence. So it's always im Deutschen ist es mit dem Verb rechtfertigen sehr schön verdeutlicht. By those who claim that such a practice is necessary and required to quote unquote uphold the common good. This is the justification offered for the seizure of the product of people's labor involuntarily. Wenn wir nun ehrlich zu uns selber sind, können wir Sklaverei so definieren, dass es eine Konfiszierung von 100% der Arbeit eines anderen Wesens ist. Ist das eine passende Definition? Du arbeitest und ich nehme alles von dem, was du dir erarbeitet hast, an mich. Du hast und bekommst nichts und ich nehme alles von dem, was du erschaffst. Ich finde, das ist eine gute Definition von Sklaverei. Klar könnte man noch den Zwang und die physischen Ketten mit einbeziehen. Aber im Grunde genommen geht es doch darum, andere umsonst für sich arbeiten zu lassen und ihnen alles Erarbeitete wegzunehmen. Deswegen wurde Sklaverei doch erfunden. Physically shackling and keeping people, but if we really are honest with ourselves, what is the purpose of slavery to begin with? Is to make others work for free and then take all of the product of the labor.
That's what slavery was conducted for. Okay? So, wenn wir nun Sklaverei so definieren, dass es die Konfiszierung von 100% der geleisteten Arbeit eines Individuums ist, dass wir es auf keinen anderen Prozentsatz außer 0% reduzieren können, sodass es keine Sklaverei mehr ist. Wenn die Person, die 100% deiner Arbeit konfisziert, nun sagt, ich werde dir nur noch 75% deiner Arbeit konfiszieren. Dir bleibt also 25% von deiner Arbeit. Wäre das dann keine Sklaverei mehr? Und es ist egal, wofür ich die 75% verwende. Okay, wie wäre es mit einem Prozentsatz von 50%? Immer noch Sklaverei? Bei welchem Prozentsatz wäre es denn keine Sklaverei mehr? Nur bei 0%. Es gibt also keine andere Möglichkeit, dass es keine Sklaverei mehr ist. Viele reden sich das schön, weil sie meinen, es wird für Dienstleistungen gebraucht. Leistungen, die man nicht ablehnen kann. Ich bin ein Computertechniker. Hast du einen Computer? Alles klar, dann bin ich jetzt dein Techniker. Du darfst also ab jetzt nicht mehr selber an deinem PC schrauben. Denk mal darüber nach. Du darfst es nicht ablehnen, dass ich mich nun um deinen Rechner kümmere, damit er gut läuft. Was habe ich dem Herrn nun als allererstes genommen? Das Recht auszuwählen, freier Wille. Das ist schon Sklaverei. Es ist nun egal, ob du es willst oder nicht. Aber ich bin nun dein Techniker und ich nehme $200 pro Jahr und komme dafür ein paar Mal vorbei. Es ist mir auch egal, ob du mit meinem Dienst zufrieden bist oder nicht. Und wenn du mich nicht bezahlst, dann komme ich und nehme den Computer mit. Ist es wirklich dein Computer, wenn du so unter einem Zwang stehst? Oder bin ich einfach nur ein Krimineller, der dir deinen Kram klaut? Das nennt man Nötigung. Das nennt man Nötigung, wenn ich jemandem Gewalt androhe, wenn er nicht mit meinem Willen kooperiert. Und genau das erleben wir alle. Alle Formen von Besteuerung sind Nötigung. Die Herrscherklasse meint, dass sie das Recht haben, diese willkürliche Konfiszierung durchzuführen. Weil sie sagen, dass es notwendig ist für das, was sie für notwendig halten. Wie kann man auf die Idee kommen, dass es dein Haus ist, wenn man sowas wie Grundsteuer bezahlt? Es heißt, wenn du hier in der Gemeinde leben willst, musst du uns so viel bezahlen, ansonsten wird dir dein Haus weggenommen und dem Staat übergeben. Wisst ihr, wie das genannt wird? Wenn eine Gesellschaft keine echten Eigentumsrechte hat und eine höhere Meisterklasse das Land besitzt und nur die Benutzung erlaubt, wenn das Fußvolk der Herrenklasse Abgaben zahlt, wie wird das genannt? Feudalismus. Und genau das sind sämtliche Regierungen der Welt. Wir leben im Feudalismus. Es gibt sowas wie Demokratie oder Republiken nicht wirklich. Die de facto Regierungsform überall ist Feudalismus. Und Feudalismus ist nur ein Euphemismus für Sklaverei. Den Sklaven ist es untersagt, etwas zu besitzen, noch dürfen sie den Lohn für ihre Arbeit behalten. Darauf läuft es hinaus, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Klar können wir Euphemismen benutzen oder es in Anführungsstrichen rechtfertigen. Wie die Dame auf der MUFON-Konferenz sagte, ich ziehe es vor, es nicht so zu sehen. Man ist nicht ehrlich zu sich selbst. Man belügt sich selbst. Kognitive Dissonanz, sagt der Fachmann dazu. Okay? So,
Wenn wir also ehrlich zu uns sind, dann ist Besteuerung ein Euphemismus für Diebstahl, Gewalt und Sklaverei. Denn das sind die Vorgehensweisen, auf denen es basiert. Da kein Individuum das Recht hat, eines anderen Individuums Arbeit zu konfiszieren, kann dieses Verhalten auch an niemanden delegiert und zu einem Recht umgewandelt werden. Daher sind alle Formen von Besteuerung, egal welche Steuer für Individuen oder Firmen, falsch und unrecht nach den Naturgesetzen. Denn sie beinhalten die Missachtung von freiem Willen und alle basieren auf Zwang und Gewalt. All das ist Unrecht. All das ist eine Form von Diebstahl und niemand hat das Recht, das jemandem anzutun. Und doch glauben Leute, dass man das magisch in ein Recht umwandeln und es rechtfertigen kann. Nur weil sie es schönreden und Besteuerung nennen. Lass uns noch ein Beispiel ansehen. Prohibition, mein Favorit. Ich interessiere mich für Gesundheitliches, gesundes Essen. Ich mache Säfte selber. I'm huge into juicing. It's one of my favorite things to do. Die Reinigung des Körpers ist ein Teil der Reinigung des Gehirns. Aber ich bin zu 100% dafür, dass jeder selbst bestimmen kann, was er seinem Körper zuführt, weil sie ihren Körper besitzen. Wenn ich diese Fernbedienung zerbreche und essen wollen würde, mit ein bisschen Pfeffer, dann ist das mein Recht. Dann ist das mein Recht, egal was die Bestandteile meinem Verdauungstrakt antun. Es gibt Gründe, warum ich das darf, wenn ich es wollen würde. Wollt ihr wissen, warum? Weil mein Körper mein Eigentum ist. Er gehört mir. Wir haben in dem mehrwöchigen Seminar die Leute gefragt, ob sie ihren eigenen Körper besitzen. Also die Schüler haben andere Leute gefragt, sie haben die Umfrage gemacht. Okay, because the students were doing the tabulation of, accumulating the answers from people that they asked the questions to. Und alle Schüler sagten, ohne Ausnahme, dass alle Gefragten erstmal lange nichts gesagt und darüber nachgedacht haben. When they asked people if they owned their own body, they came back to the next class and almost every student said, almost everybody they asked that question to paused for a long time. And Sie mussten sich hinsetzen und über diese Frage nachdenken. Sie konnten nicht, wie aus der Pistole geschossen, antworten, ja klar gehört mein Körper mir. Viele überdenken das zu sehr. Ich verstehe die Verkomplizierung und die Mystifizierung dieses Konzeptes nicht. Mir ist klar, dass dieser Körper, das Fleisch und das Blut etc. irgendwann zusammenfällt und wieder zurück an die Erde geht. Bedeutet das, dass ich meinen Körper jetzt gerade nicht besitze? Ich benutze diesen Körper, daher besitze ich diesen gerade. Da mein Bewusstsein in diesem Körper ist und ich ihn benutze, um mein Bewusstsein damit auszudrücken, ist Begründung genug, dass ich meinen Körper besitze. Und viele Leute können das nicht begreifen oder ausdrücken. Völlig unverständlich für mich. Die Lächerlichkeit, in die der Verstand gebracht werden kann, ist für mich kaum nachzuvollziehen. Zurück zu Prohibition. Prohibition ist der Anspruch einer Gruppe, die sich selbst Regierung nennt, dass sie das Recht besitzen, Leute davon abzuhalten, bestimmte Substanzen in ihre Körper zu tun, und wenn diese sich nicht an deren Vorgaben halten, dass sie sie bestrafen oder einkerkern dürfen. Es sollte selbstbeweisend sein, dass wenn der Körper eines Individuums sein Eigentum ist, dass das Individuum jederzeit das Recht hat, das seinem Körper zuzuführen, was er haben will. Es sollte so sein, aber technisch gesehen wird es anders gehandhabt. Worauf ich hinaus will, ist, dass kein anderes Individuum bestimmen kann, was du in dein Haus stellst oder nicht. Oder wenn ich sage, du darfst die Jacke nicht in dein Auto legen. Klar darfst du das. Es ist dein Eigentum. Warum kannst du etwas in dein Auto oder Haus tun? Weil du es besitzt. Es ist dein Eigentum.
Wie können wir das also bei unseren Körpern akzeptieren? Dem Körper, dem wir innewohnen und benutzen? Weil die Leute den Vorgang der Einnahme nicht von den Folgen der Einnahme trennen können. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn jemand Lust hat, sich heute Abend volllaufen zu lassen, dann ist das sein Recht. Aber wenn du dann jemanden mit einem Knüppel verprügelst, dann ist das Unrecht. Du darfst trinken, dir eine Nase ziehen oder anderes. Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, aber ich unterstütze dein Recht darauf. Aber wenn du dann jemandem Schaden zufügst, dann musst du dich für deine Handlungen verantworten. Dabei geht es bei Selbstverantwortung. Und diese beiden Dinge müssen voneinander getrennt werden. Wir müssen das Recht, etwas in meinen Körper zu tun und verantwortlich für meinen Körper zu sein, von den Folgen trennen. Wenn wir das verstanden haben, dann kann leicht verstanden werden, dass der Anspruch, bestimmen zu dürfen, was ein Individuum in seinen Körper tun darf und was nicht, im Grunde der Anspruch auf den Körper des Individuums selber ist. Wenn ich nun sage, du darfst keinen Orangensaft trinken, dann bedeutet das im Grunde, dein Körper gehört mir. Wenn ich entscheide, was du reintust und was nicht. Und wenn ich nun sage, Karotten sind ab jetzt tabu, dann erhebe ich den Anspruch auf den Körper selber. Der Anspruch eines anderen Wesens, Körper zu besitzen, nennt man Leibeigenschaft oder Sklaverei. Wenn wir es nicht schönreden und ehrlich zu uns selber sind. Daher sind alle Arten von Prohibition ein Euphemismus für Sklaverei, die auf Gewalt basiert, gleichgültig welche, in Anführungsstrichen, Rechtfertigung von denen versucht wird, die meinen, solches Vorgehen sei, in Anführungsstrichen, notwendig für das Allgemeinwohl. Das ist immer die, in Anführungsstrichen, Rechtfertigung. Da kein Individuum der Welt das Recht hat, eines anderen Wesens Körper zu besitzen, kann ein solches Verhalten auch an keine Gruppe delegiert und auf magische Weise zu einem Recht umgewandelt werden. Deswegen sind alle Formen von Prohibition immer falsch und ein Unrecht nach den Naturgesetzen. Dabei ist es egal, um was für eine Substanz es geht. Ganz egal, wie destruktiv es für deinen Körper und Gehirn ist. Selbst wenn ich mir einen schönen Cocktail aus den Reinigungsmitteln unter meiner Spüle zusammenmische und trinke, das ist mein Recht. Wollt ihr wissen, warum? Weil ich meinen Körper besitze. Ich besitze mein Bewusstsein und meinen Körper. Ende der Diskussion. Wenn ich das tun will, dann ist das mein Recht. Niemand hat das Recht, mir vorzuschreiben, was ich in meinem Körper tue und was nicht. Wir akzeptieren das aufgrund der fadenscheinigen, in Anführungsstrichen, Rechtfertigung, dass es notwendig für das Allgemeinwohl ist. Vergesst Rechte, es ist fürs Allgemeinwohl. Wir müssen Sklaverei akzeptieren für das Allgemeinwohl. Ja, klar. Wie steht es mit Lizenzen und Bewilligungen? Bitte stellt euch das Ganze in dem Szenario mit nur zwei Leuten vor. Niemand wird sagen, dass der Anspruch rechtens ist. Und wir denken, dass diese Gruppe namens Regierung Dinge darf, die eine Einzelperson nicht darf. So denken wir. Das nennt man Gedankenkontrolle. Es ist Gedankenkontrolle, jemandem klarzumachen, dass bestimmte Leute Rechte haben, die andere nicht haben. Oder nicht? Bitte stellt euch das im Szenario vor. Ist das rechtens? Sicher nicht. Wenn niemand das Recht hat, wie kann es dann delegiert werden? Es geht nicht. Lizenzen und Bewilligungen sind ein Anspruch einer Gruppe namens Regierung, dass sie das, in Anführungsstrichen, Recht haben, Leute davon abzuhalten, bestimmte Verhaltensweisen auszuführen, selbst wenn diese nichts beschädigen und niemandem Schaden zufügen, bis die, in Anführungsstrichen, anderen sie bitten oder bezahlen, dass sie diese Verhalten ausführen dürfen. Das läuft darauf hinaus, dass Rechte nur Privilegien sind, die von der Gruppe namens Regierung gewährt oder entzogen werden können, wie es ihnen gefällt.
Okay? Based upon the people in government's preference, their Wenn wir uns nun erinnern, dass ein Recht per Definition eine Handlung ist, die niemandes Eigentum oder niemanden selber Schaden zufügt, existiert kein, in Anführungsstrichen, Recht, jemanden davon abzuhalten, seine Rechte auszuleben, da niemandem geschadet wird. Wenn du ein Recht ausübst, also niemandem dabei schaden und auch niemandes Eigentum dabei beschädigst, dann gibt es kein Recht, dich davon abzuhalten. Das wäre Nötigung, was ein Unrecht ist. Die Einnahme von Marihuana als Beispiel schadet niemandem sonst. Wenn du es einnimmst und niemandem schadest, das nennt man ein Recht, weil es niemandem sonst Schaden zufügt. Ich habe kein Recht, jemandem anderen zu sagen, das darfst du nicht tun. Das wäre Unrecht. Ähnlich ist es bei Lizenzen. Es ist, als wenn man sagt, hey, wenn du mir 50 Euro gibst, dann kannst du Marihuana rauchen und niemand wird dir Gewalt antun, bis ich es mir anders überlege. Und dann gebe ich dir vielleicht keine Lizenz. Womöglich sage ich dann einfach, du darfst das nicht mehr. Selbst bei solchen Dingen wie Versammeln und Reden. Wie vor ein paar Jahren in Pennsylvania beim G20-Gipfel in Pittsburgh, wo die Stadt gesagt hat, dass man sich nicht versammeln und reden darf und Klagen einreichen darf. Man darf nicht sprechen, ansonsten werden wir euch mit Wasser und Schallkanonen beschießen. Und die Leute haben es einfach so akzeptiert. Die ganze Stadt Pittsburgh. Sie wollten um Erlaubnis bitten, aber die Stadt sagte nein. Nein, du hast kein Recht, draußen rumzulaufen, und wenn wir dich erwischen, dann wirst du mit einer Schallkanone beschossen. Manche Leute sind dauerhaft taub geworden. Dauerhaft taub. Ihr ganzes Gehör verloren. Habt ihr das letztens mitbekommen, wo sie mit Wasserwerfern jemanden getötet haben? In der Türkei? Sie haben den Leuten ins Gesicht geschossen. Wenn es das Auge trifft, geht das direkt ins Hirn. Leute sind von Wasserwerfern gestorben und sie nennen das nicht tödliche Waffen. We're going to revoke that right, really. See, und sie sagen dir, du darfst nicht sprechen, du darfst dich nicht mit anderen Leuten treffen. Wir entziehen dir die Rechte. Der Anspruch, jemandes Rechte eingrenzen zu können, nennt man Sklaverei. Und noch mehr ist es ein Anspruch, Gott zu sein, zu meinen, dass man Rechte gewähren oder entziehen kann. Daher sind Lizenzen und Bewilligungen nur ein weiterer Euphemismus für Sklaverei, unabhängig von den in Anführungsstrichen Rechtfertigungen derjenigen, die behaupten, dass es notwendig für das Allgemeinwohl ist. Da kein Individuum ein Recht hat, die Rechte eines anderen Individuums zu beanspruchen, kann ein solches Verhalten auch nicht an eine Gruppe delegiert werden und zum Recht gemacht werden. Daher sind alle Lizenzen und Bewilligungen nach den Naturgesetzen falsch und unrecht, weil es immer Nötigung und den Diebstahl von den Rechten anderer beinhaltet. Das waren drei Beispiele für das Szenario. Wenn ihr unsicher seid, stellt euch das Szenario mit nur zwei Leuten vor. Falls es in der Instanz Unrecht ist, dann ist es Unrecht und man kann es nicht an andere Leute delegieren. Es ist immer und für immer ein Unrecht. Aber Leute denken aufgrund der Gedankenkontrolle namens Regierung, dass so ein Recht existiert und wir dieses Unrecht weiter delegieren können.
Kraft und Gewalt. Wir müssen verstehen, dass diese beiden Begriffe polare Gegensätze sind. Sie sind nicht das Gleiche und man sollte sie nicht austauschbar benutzen, als wären sie es. Sie sind sich nicht einmal ähnlich, sondern diametrale Gegensätze. Viele meinen, es wäre das Gleiche und meinen, man kann sie gegeneinander austauschen. Dabei sind es polare, diametrale Gegensätze. Kraft ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten oder physischen Wandel zu erreichen. Es gibt keinen physischen Wandel, den man machen kann, der keine Kraft benötigt. Um das Equipment aufzustellen, war Kraft notwendig. Wir mussten es tragen, aufstellen und verkabeln. Kraft war notwendig, um das zu tun. Es ist die Fähigkeit, etwas zu bearbeiten. Kraft ist eine Aktion, die mit den Naturgesetzen und Moral harmoniert, da bei der Ausübung keinem anderen Wesen, deren Eigentum oder Rechten geschadet wird. Sobald man die Grenze übertritt, wo man Zwang ausübt oder Schaden verursacht, ist es Gewalt. Die Einleitung von nötigender Kraft macht es zu Gewalt. Kraft selber ist keine Gewalt. Force is action which one always possesses the natural right to take, and this includes the defense, the physical defense of someone's person, their body, against the act of violence. Wenn man mit Gewalt konfrontiert und angegriffen wird, dann hat man das Recht, sich mit seiner defensiven Kraft gegen die Gewalt zu wehren. Gewalt auf der anderen Seite ist die unmoralische und unrechtmäßige Einleitung von physischer Macht, um jemanden zu nötigen, zurückzuhalten oder zu zwingen. Niemand hat das Recht, Gewalt auszuüben, weil Gewalt bedeutet, dass man damit anfängt. Es ist die Einleitung, das ist das Schlüsselwort. Es ist die unmoralische und unrechtmäßige Einleitung. In schools, well, you know, if there's a skirmish that happens between a couple of male students one day, they'll say, it doesn't matter who started it. Es ist extrem wichtig zu wissen, wer angefangen hat. Es ist das Wichtigste, das zu wissen. All that matters. Because the person, denn der Gewalt ausübt, ist derjenige, der als erstes zugeschlagen hat. Derjenige ist es, der die unmoralische und unrechtmäßige Gewalt angefangen hat. Wenn nun der Angegriffene zurückschlägt, das ist kein Unrecht. Das ist für viele, die eine dominante rechte Hemisphäre haben, schwer zu verstehen. Sie verstehen nicht, dass du das Recht hast, dich mit deiner Kraft zu verteidigen, wenn Gewalt gegen dich gewirkt wird. Wenn jemand auf der Straße auf mich zukommt und anfängt, mich zu schlagen, weil er etwas von mir haben will oder ihm mein Aussehen nicht passt, begeht er ein Unrecht und handelt unmoralisch. Wenn ich mit meiner Kraft dagegenhalte und seinen Angriff stoppe, wie viele Übertretungen des Rechts wurden begangen? Eine. Korrekt. Eine einzige. Nicht zwei. Eine. Weil es rechtens ist, mich zu verteidigen. Mit physischer Kraft, wenn jemand anderes mit der Gewalt anfängt. Wer anfängt, ist dabei das Wichtigste. Es ist auch fürs Ego schwer zu verstehen. Es ist so lange dazu konditioniert worden, es so zu sehen, dass wenn man sich verteidigt, es ebenso Gewalt ist. Wir sehen diese Konzepte mental und verbal nicht als Gegensätze. Das sollten wir aber. Wenn ein Kind in der Schule geschlagen wird und es vielleicht sogar einmal sagt, hör auf damit, und der andere nicht aufhört und das Kind daraufhin zurückschlägt und ihn ausnockt, ich würde fragen, wer hat als erstes zugeschlagen? Wenn es das Kind, was auf dem Boden liegt, war, hat es bekommen, was es verdient. Das war's.
weil das andere Kind das Recht hat, sich zu verteidigen. Du hattest kein Recht, ihn zu schlagen, aber du hast es trotzdem getan und somit Gewalt gewirkt. Der andere hat mit defensiver Kraft reagiert. Viele wollen das nicht hören, weil sie stark konditioniert sind. Ich sage nicht, dass man sich verteidigen muss. Man hat auch das Recht, sich nicht zu verteidigen. Aber man darf. Beide Reaktionen sind rechtens. Sich nicht zu verteidigen und sich zu verteidigen. Das ist eine Entscheidung des freien Willens, wozu man das Recht hat, zu wählen. Ich kann da keine Empfehlung aussprechen, das muss jeder selber entscheiden. Wenn aber jemand sich immer und immer wieder von jemandem schlagen lässt und sich niemals wehrt, dann sehe ich das als schlechte Wahl an. Ich bin kein Pazifist. Aber ich bin 100% gegen Gewalt, soll heißen, schade niemandem anderen. Fange niemals an. Aber wenn jemand anfängt zu schlagen, dann bittet er darum, niedergeschlagen zu werden. Mit der Kraft, die nötig ist, die Aggression zu stoppen. Gewalt ist immer zwingend oder nötigend. Wenn man sagt, tu, was ich will, sonst schlage ich dich, ist das Nötigung und das ist immer unmoralisch und gegen die Naturgesetze, weil es die Verletzung von Rechten anderer beinhaltet. Wegen der Verletzung von Rechten ist es Gewalt. Gewalt darf nie von jemandem ausgeübt werden. Niemals. Es gibt kein Recht auf Gewalt. Gibt es nicht. Violence is action which one never possesses the right to take, ever. Weil es die unmoralische und unrechtmäßige Einleitung von physischer Macht ist, um jemanden zu nötigen, zurückzuhalten oder zu zwingen. Niemand hat das Recht, so eine Handlung auszuführen. Aber bei Kraft kann es Zeiten geben, wo es rechtens ist, es auszuüben. Der Typ hier kommt dir auf der Straße entgegen und sagt, gib mir alles Wertvolle, deine Schuhe, dein Portemonnaie, deine Ringe, deine Kette. Man erkennt, dass es ein Verbrecher ist, also keine in Anführungsstrichen Autoritätsperson, die das verlangt. Wenn der Kriminelle sich Regierung nennt, dann würden wir ihm vielleicht glauben. Lass uns annehmen, dass jemand auf der Straße es mitbekommt und seine Knarre zieht und dem Typen eine Kugel in den Kopf jagt. Wie viele Gewalttaten wurden begangen? Eine. Ein Zuschauer sagt zwei. Eine. Ich verstehe, was Sie sagen, aber das ist ein Fall von, ich ziehe es vor, es nicht so zu sehen. Wahrnehmung und Realität sind nicht immer im Einklang. Sie sind nicht eins. Diese Person sieht die Realität und Wahrheit nicht. Und viele wollen nicht hören, dass es die Wahrheit ist, weil es gut konditionierte und gut dressierte Sklaven sind. So hart der Spruch auch ist. Sie wollen nicht erkennen, dass wir das Recht haben, uns gegen Gewalt zu wehren. Und wir haben immer dieses Recht. Immer. Ich sage aber auch nicht, geh raus und mach das, weil die Wahrnehmung der Menschheit so verzerrt ist, so dass die Mehrheit von Leuten glaubt, dass es kein Recht ist. Und sie werden dir nachstellen, weil du es getan hast. Das Selbstverteidigungsprinzip wird kontinuierlich erodiert. Menschen haben das Recht, sich mit defensiver Kraft gegen Gewalt zu wehren. Eine Person, auf die Gewalt eingewirkt wird, hat das Recht, die gewalttätige Person daran zu hindern, ihm weiter Schaden zuzufügen. Und das mit der Kraft, die notwendig ist, den Angriff zu stoppen, bis hin und einschließlich tödlicher Kraft. Meine Empfehlung ist, falls man nett sein möchte, gibt der Person eine verbale Warnung aufzuhören. Sag einmal Nein, danach geht's ab. Das ist meine Vorgehensweise und wäre sie auf der Straße mit einem Angreifer.
Das Problem hier sind die sogenannten, in Anführungsstrichen, Autoritäten, die Regierung, die es so nicht sehen will, und sie schränken dieses Recht immer weiter ein. Sie sagen ständig, wir haben das Monopol auf Macht und du darfst nichts machen und musst die Gewalt auf dich einwirken lassen, bis einer von uns auftaucht. Absoluter Scheißdreck. Das sollte von niemandem akzeptiert werden, der gesunden Menschenverstand hat. Sollte von niemandem akzeptiert werden. Aber wie ich schon sagte, leider sind die Leute sehr gut konditioniert worden. Sie meinen, dass dies ein Beispiel ist, dass zwei Unrechte kein Recht ergeben. Aber es sind keine zwei Unrechte begangen worden. Es ist ein Unrecht begangen worden und ein Recht ausgeübt worden. Großer Unterschied. Ein Recht, sich mit physischer Kraft zu verteidigen, und eine unrechtmäßige Einleitung von Gewalt. Das sollten die Leute begreifen. Da stellt sich die Frage, ob Gewalt ein Recht ist, wenn es von Regierungen ausgeübt wird. Wenn sie die Rechte, sich zu versammeln oder frei zu sprechen, von anderen auflösen. Oder wenn sie Diebstahl begehen, der Euphemismus Steuersystem genannt wird. Ich bitte niemanden zu glauben, dass Steuern Sklaverei sind. Ich sage, wenn du es nicht so siehst, dann liegst du falsch. Es ist mir egal, was du denkst. Ich sage dir, dass es so ist und es die Wahrheit und Realität ist. Besteuerung ist Sklaverei. Rechte entziehen ist Sklaverei. Prohibition ist Sklaverei. Es ist nicht meine Wahrnehmung, so ist es. Und wir akzeptieren das als Menschheit. Wir akzeptieren das. Diese Leute haben kein Recht mehr, als es ein Individuum hat. Und damit kommen wir zum Konzept, wie ich Leuten erkläre, was echte spirituelle Erleuchtung ist. Denn die New Age-Gemeinde erzählt euch, dass ein erleuchtetes Wesen so oder so aussehen muss, und dabei verstehen sie nicht einmal das Prinzip der Selbstverteidigung. Es geht nicht darum, unter einem Baum zu sitzen und so lange zu meditieren, bis man auf magische Weise erleuchtet ist. Das ist alles Unsinn. Erleuchtet zu sein bedeutet zu wissen, was um dich herum vorgeht. Erleuchtet sein bedeutet zu wissen, was in dir selber passiert. Erleuchtet sein bedeutet, den definitiven Unterschied zwischen richtig und falsch verinnerlicht zu haben und es tagtäglich zu leben. Erleuchtet sein bedeutet, niemandem aggressiv gegenüberzutreten, aber auch nicht zu akzeptieren, wenn jemand anderes einem selbst aggressiv gegenübertritt. Es sind die zwei Säulen oder Dynamiken, die Hand in Hand gehen mit der echten Erleuchtung. Ich nenne sie die zwei Säulen der Erleuchtung. Da sind sie. Die erste Säule ist das heilig-weibliche Prinzip. Es wird das Nicht-Aggressionsprinzip genannt. Es ist die einfache Grundregel, starte keine Gewalt. Oder einfacher, stiehl nicht. Wir sprachen ja schon darüber, dass alles Unrecht darauf zurückgeführt werden kann. Stiehl nicht. Nimm kein Leben, was nicht deins ist. Nimm kein Eigentum, wenn es nicht deins ist. Nimm keine Rechte anderer. Sie sind das Eigentum anderer und respektiere deren Besitz. Viele begreifen das. Selbst die New Ager begreifen das. Leite keine unrechtmäßige und unmoralische Kraft gegen ein rechtmäßiges Verhalten ein oder die Ausübung seines freien Willens einer Person, um diese zu nötigen, zu zwingen oder diese zurückzuhalten. Respektiere ihren freien Willen, ihre Rechte, ihr Eigentum und ihr Leben. So einfach. Die goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Es gibt noch eine zweite Säule, das heilig-männliche Prinzip. Das hier versuchen die Religionen, Autorität, organisierte Religion und New Age zu unterdrücken, da Religionen Angelegenheiten der rechten Hemisphäre sind. Es sind Gedankenkontrollmethoden für die rechte Hemisphäre.
Ebenso wie die Ansicht, dass in Anführungsstrichen Regierung den einzig rechtmäßigen Anspruch auf Gewalt hat, was eine Unausgewogenheit der linken Hemisphäre ist. Die zweite Säule der Erleuchtung ist das heilig-männliche Prinzip der Selbstverteidigung. Daher wird es auch das Selbstverteidigungsprinzip genannt. Dein Körper ist dein Eigentum und du hast das Recht, dein Eigentum zu verteidigen, wenn du mit Gewalt konfrontiert wirst. Dieses Prinzip besagt, dass fühlende Wesen das angeborene Recht haben, sich mit ihrer Kraft gegen auf sie einwirkende Gewalt von anderen zu verteidigen. Das begreifen viele Leute nicht. Deswegen rebellieren wir nicht gegen unsere Sklavenmeister. Die Leute, die in ihren geisteskranken und zerstörten Gehirnen meinen, unsere Besitzer zu sein, die aber nichts weiter als Verbrecher und Kriminelle sind. Aber die Leute glauben, dass sie das Recht haben, das weiterzuführen, nur weil sie es nicht mehr Sklaverei, sondern Regierung nennen. Das ist das heilig-männliche Prinzip. Es gibt kein erleuchtetes Wesen, was diese beiden Prinzipien nicht verinnerlicht hat. Zu keiner Zeit und nirgends. Man muss beides voll verinnerlichen, nicht nur teils. Oder man ist noch nicht angekommen. Und das ist das Problem. Wir sind noch nicht da. Wenn die Leute das begriffen haben, dann würden sie das nicht tolerieren, was gerade läuft. Es wird gerade mehr Gewalt gegen die Leute durchgeführt als damals, als die Gründerväter sich von der Besatzung befreit haben. Und sie wären schockiert. Ich sage den Leuten, wenn die Gründerväter jetzt wieder am Leben wären und sehen würden, was hier abläuft, sie würden auf die Leute scheißen. Für das, was wir mit uns machen lassen. Denn sie würden sagen, wir haben euch damals vor all dem schon gewarnt und was habt ihr gemacht? Ihr habt es ignoriert. Wofür sind die Leute im Unabhängigkeitskrieg gestorben? Wir müssen Besitz richtig verstehen. Ein wirklich tiefes Verständnis, nicht oberflächlich oder peripher, extrem tief. Wir müssen wissen, was wir besitzen und was nicht. Wir müssen begreifen, warum wir in der Situation sind, in der wir sind. Das war die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Und hier ist der Hauptgrund. Der Hauptgrund, warum unsere Spezies einen andauernden, ansteigenden und systematischen Verlust von Freiheiten erlebt, ist, weil wir als Kollektiv Besitz nicht wirklich verstanden haben und wir weiterhin Stehlen und Diebstahl billigen. Die Erde ist ein Gefängnis für Diebe. Es ist ein Gefängnis für die Leute, die Besitz nicht respektieren. Sie nehmen Dinge, die ihnen nicht gehören. Das sollen wir hier lernen. Wir sollen das Naturgesetz Stiehl nicht lernen. Nimm nichts, was dir nicht gehört. Hört auf, Diebstahl zu billigen von Dingen, die anderen Leuten gehören. Was ist die Definition von Besitzen? Wenn ein Individuum ein Ding besitzt, dann bedeutet das auf das Ding bezogen drei Punkte. Rechtmäßiges Eigentum. Das bedeutet, du hast es bekommen, ohne jemandem anderen geschadet zu haben. Rechtmäßiges Besitzen. Man hat es, es ist deins. Kontrolle der Benutzung. Beim Haus entscheidest du, wer es betreten darf. Beim Auto entscheidest du, wer mitfährt. Mein Computer gehört mir, ich benutze ihn. Wenn du die Kontrolle darüber hast, wer es benutzt und wofür, das bedeutet, du besitzt es. Und als drittes hast du die Verantwortung für deinen Besitz. Das ist der dritte Aspekt des Besitzes. Etwas zu besitzen bedeutet, ich habe es rechtmäßig erworben. Ich kontrolliere die Benutzung und habe die persönliche Verantwortung dafür. Die Naturgesetze können auf ein einzelnes spirituelles Gesetz reduziert werden. Ich habe euch die Arbeitsdefinition und die Kurzversion davon schon gegeben, und hier ist nun die Essenz auf zwei Worte reduziert. Stiehl nicht.
Du willst den Schlüssel, um aus dem Gefängnis zu kommen? Dann musst du Besitz verstehen. Dafür muss man begreifen, dass alle Rechte Eigentumsrechte sind. Hör auf, Eigentum von anderen zu nehmen und hör auf, Diebstahl zu billigen. Im Grunde könnte ich nur Stiehl nicht sagen und wieder heimgehen. Es sollte so einfach sein. Und das ist der Schlüssel für den Käfig. Und worüber wir wirklich sprechen, ist gesunder Menschenverstand. Das ist Bewusstsein. Die Leute verbinden Bewusstsein nicht mit gesundem Menschenverstand. Sie begreifen Bewusstsein nicht als Wissen. Bewusstsein ist Wissen. Es ist keine Handlung oder Verhalten. Wissen ist der Weg raus. Bewusstsein, im Englischen conscience, ist zusammengesetzt aus der lateinischen Vorsilbe con, was zusammen bedeutet, und dem lateinischen Verb scire, was wissen, verstehen bedeutet. Zusammengesetzt bedeutet es zusammen wissen, zusammen verstehen. Bewusstsein ist gesunder Menschenverstand. Gemeinsames Wissen. From the etymological breakdown of the word. Con together, science to know. Genau das ist der Grund, warum die Leute keinen gesunden Menschenverstand haben. Wenn es nicht so traurig wäre, dann würde ich darüber lachen, dass ich den Leuten gesunden Menschenverstand beibringen muss. Lächerlich. Wir alle müssten diese Arbeit tun. Ich weiß, dass ihr davon viel mitbekommt, aber wir müssen die anderen erreichen. Darüber sprechen wir noch. Die Definition von Bewusstsein ist den objektiven und definitiven Unterschied zwischen richtig und falsch auf die Naturgesetze bezogen zu wissen. Man kann darüber nicht streiten. Es ist in der Schöpfung eingewoben. Man kann es entdecken, verstehen und wissen. Das ist keine Handlung. Bewusstsein ist das Wissen, dann handeln wir danach. Es sind zwei verschiedene Dinge, etwas zu wissen und dementsprechend zu handeln. Bewusstsein bedeutet, dass man den Unterschied verstanden und verinnerlicht hat. Dann setzen wir das in die Tat um, das ist das Ausüben von Bewusstsein. Das ist die eigentliche Handlung. Das Ausüben von Bewusstsein ist die freiwillige Entscheidung, das Richtige statt dem Falschen zu tun, nachdem wir das definitive Wissen um den objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch nach den Naturgesetzen erlangt und verinnerlicht haben. Denn dann handeln wir entweder in Harmonie oder im Widerspruch damit. Wenn wir in Harmonie damit handeln, ist es das Ausüben von Bewusstsein. Das Gesetz der Freiheit. Das ist eines der Gesetze im Bündel der Naturgesetze. Es ist ganz einfach. Das Gesetz der Freiheit besagt, dass Freiheit und Moral direkt proportional sind. Wie in einer mathematischen Gleichung, die in 100% aller Fälle fehlerfrei arbeitet. Steigt der Grad der Moral, dann steigt der Grad der Freiheit. Fällt der Grad der Moral, dann fällt der Grad der Freiheit. Das bedeutet, je moralischer eine Gesellschaft ist, desto freier ist sie. Je unmoralischer eine Gesellschaft ist, desto tiefer rutscht sie in Sklaverei. Anders ausgedrückt besagt das Gesetz, dass die Wahrheit und Moral in den Leben der Leute einer Gesellschaft umgekehrt proportional zu dem Grad der Tyrannei und Sklaverei in der Gesellschaft ist. Je mehr Moral und Wahrheit, desto weniger Tyrannei und Sklaverei. Je weniger Moral und Wahrheit, desto mehr Tyrannei und Sklaverei. Das ist das Gesetz der Freiheit. Und viele wollen das nicht verstehen, dass diese beiden Dinge miteinander verbunden sind und nicht voneinander getrennt werden können. Echte Freiheit kann niemals in einer Gesellschaft existieren, die moralischen Relativismus akzeptiert. Die Idee, dass es keinen objektiven und vorgegebenen Unterschied zwischen richtig und falsch gibt, sodass die Menschheit selber willkürlich entscheiden und festlegen kann, was richtig und was falsch ist. Das ist moralischer Relativismus und es ist, wie schon erwähnt, der zweite Eckpfeiler der satanischen Ideologie. Und es ist tief verwurzelt in diesem Land und in der Welt.
In unseren kleinen Umfragen, die wir gemacht haben, waren 2/3 der Leute moralische Relativisten. 66%. Denkt mal darüber nach. 2/3 Leuten meinen, dass es keinen objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch gibt und dass wir uns aussuchen können, was es ist. Die Naturgesetze im Gegensatz zu den menschlichen Gesetzen bzw. Regierungen. Die Naturgesetze basieren auf Prinzipien und Wahrheit, Dinge, die nicht von Menschen gemacht sind. Sie sind in der Schöpfung eingebunden. Die Naturgesetze können nur verstanden und dann entweder akzeptiert, soll heißen, man bringt sich damit selber in Einklang, oder aus Ignoranz abgelehnt werden. Wir befolgen sie also nicht, weil wir Angst vor der Bestrafung haben. Wenn man in Harmonie damit lebt, dann sind die Resultate unausweichlich, weil wir Menschen die Resultate nicht selber machen. Das Universum bringt uns intelligent und dynamisch das Resultat. Es geht um Konsequenzen. Du verhältst dich so, dann bekommst du das Ergebnis. Änderst du dein Verhalten, bekommst du ein anderes Ergebnis. Die Naturgesetze sind universell, das heißt, sie existieren und gelten überall in diesem Universum, egal wo man ist. Man kann also nirgends im Universum diesen Gesetzen entkommen. Sag mir Bescheid, wenn du einen Weg aus diesem Universum gefunden hast, dann sehen wir uns dort mal gemeinsam um. Aber solange du keinen Weg aus diesem Universum findest, bist du durch diese Gesetze gebunden. Die Naturgesetze gelten, solange das Universum existiert, und es ist unveränderbar. Es existiert und gilt, solange dieses Universum existiert, und es kann nicht verändert werden, weder von der Menschheit noch von anderen Spezies. Sehen wir uns im Gegensatz dazu die menschlichen Gesetze an. Es basiert nicht auf Wahrheit und Prinzipien, sondern auf dogmatischen Glauben, was Konstrukte des Verstandes sind. Programme, die im menschlichen Verstand ablaufen. Man fügt sich den menschlichen Gesetzen aus Angst vor Bestrafung. Das ist der Hauptgrund, warum die meisten sich an die menschlichen Gesetze halten. Und das ist ein sehr niedriges Bewusstsein, Angst. Das bringt einem nur die negativen Dinge, die man nicht haben will, wenn wir in der Vibration sind. Die menschlichen Gesetze sind je nach Position und der Laune der Gesetzgeber unterschiedlich, wie Prohibition. Hier darf ich Marihuana rauchen, aber wenn ich diese imaginäre Linie übertrete, kann ich dafür im Knast landen. Ich besitze Schusswaffen. Wenn ich einige der Waffen, die ich legal besitze, über diese imaginäre Linie nehme, könnte ich für Jahre im Knast landen. Aber auf der anderen Seite dieser imaginären Linie ist es okay und man übt nur ein Recht aus. Aber hier ist es unmoralisch und wir stecken nicht dafür in einen Käfig. Nur indem man eine imaginäre Linie namens Staatsgrenze übertritt. Und Leute denken, dass das Sinn macht. Sie denken, dass der moralische Relativismus der Menschen Sinn macht. Sie glauben daran, dass etwas an einem Ort moralisch und an anderer Stelle unmoralisch ist. Das ist kognitive Dissonanz. Man hat 2 widersprüchliche Ansichten im Kopf und glaubt sie beide, selbst wenn sie in einem klaren Widerspruch zueinander stehen. Man nennt es auch sich selbst belügen. Die moralischen Gesetze verändern sich über die Zeit, was ebenfalls moralischer Relativismus ist. Prohibition in den 20ern. Erst war es legal, Alkohol zu haben und zu trinken, dann wurde es für Jahre illegal und dann wurde es magisch wieder moralisch. Es verändert sich nach unseren Vorlieben und Abneigungen. Klar, wir dürfen entscheiden, was richtig und was falsch ist und legen die Gesetze fest. Man nennt es moralischer Relativismus und es ist eine satanische Überzeugung.
Was bedeutet das für die Gesetze der Menschen? Wofür die Leute anscheinend so viel Respekt haben? Moral und Wahrheit interessieren uns nicht, aber unsere selbstgemachten Gesetze. Und die Leute glauben sogar, dass sie moralisch sind, obwohl nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Sie basieren auf moralischem Relativismus. Wusstet ihr, dass wenn man bestimmte Musik im Mittleren Osten hört, dass man für Jahre in den Knast kommen kann, nur weil man ein bestimmtes Lied anspielt? Überlegt mal. Wir hier nennen das verwerflich. Aber wenn ich ein Magazin mit 30 Patronen, was ich hier besitzen darf, über diese imaginäre Linie bringe, selbst ohne Munition, nur diesen Plastikgegenstand, dann wandere ich in den Knast. Es ist völliger Unsinn. Entweder ist es ein Recht, es zu besitzen, und man ist dafür verantwortlich, oder es ist kein Recht, weil es jemandem schadet. Es kann nicht einfacher sein. Was bedeutet das für die menschlichen Gesetze in Bezug auf die Naturgesetze? Eine simple Wenn-Dann-Logik. Wenn ein bestimmtes menschengemachtes Gesetz mit den Naturgesetzen harmoniert, folgt logisch daraus, dass es überflüssig ist, da es nur die Wahrheit beschreibt, die innewohnt, selbstbeweisend und vorher schon da war. Daher sind sie irrelevant und unnötig. Es ist, als wenn man niederschreibt, tagsüber erscheint der Himmel in blauer Farbe. Es ist überflüssig, da man es sehen kann, wenn man rausgeht und in den Himmel sieht. Dafür braucht man es nicht aufschreiben. It's an inherent truth. It's pre-existing. It's self-evident. Therefore, the writing down of that concept and calling it a law is irrelevant and unnecessary. Nun zum Gegenteil. Wenn ein bestimmtes menschengemachtes Gesetz in Widerspruch zu den Naturgesetzen ist, dann folgt logisch daraus, dass es beides falsch, also inkorrekt, weil es nicht wahr ist, und unmoralisch ist. It follows logically that it is both false, meaning that it is incorrect. Okay, that's what natural law is. It's based in truth, that which is. And it's also immoral. Because if it's not based in natural law, it means that it is doing something that is actually harming somebody by taking something from them that doesn't belong to you. Like taxation. Wie Besteuerung, Prohibition und Lizenzen. Like permits and licensing. Like suspending rights that do already exist, etc. so forth. All right? So, therefore, it's wrong. And it cannot be legitimately binding upon anyone. Man kann kein Unrecht aufschreiben und verlangen, dass man daran gebunden ist. Auch wenn es Schaden herbeiführt, muss man es befolgen. Und die Leute glauben es. Wir haben in den Umfragen gefragt, wenn ein Gesetz erlassen würde, was eins deiner Rechte einschränkt, welches niemandem anderen schadet, müsstest du dich an dieses Gesetz halten? Do you have any moral obligation to obey that law until you could find a way to get it changed? And over 2/3 der Leute sagen ja. Man hat eine moralische Verpflichtung, dieses Gesetz einzuhalten. Weil diese Leute das moralische Recht haben, Befehle zu geben und Gesetze festzulegen, die dich einschränken. Auch wenn das Verhalten niemandem schadet und damit ein natürliches Recht ist. Und das, bis man einen Weg findet, das Gesetz zu ändern. Unsinn. Niemand kann an ein Diktat von Menschen gebunden sein, was ein natürliches Recht einschränkt. Man nennt es Gedankenkontrolle. In Bezug auf die Naturgesetze sind die menschlichen Gesetze irrelevant und unnötig. Weil es entweder überflüssig ist, wenn es mit den Naturgesetzen harmoniert, oder unmoralisch und falsch ist, wenn es im Widerspruch mit den Naturgesetzen ist. Es ist ein System der Sklaverei, das nicht gebraucht wird.
Unter den Naturgesetzen besteht perfekte Gleichheit. Jeder hat exakt die gleichen Rechte. Niemand hat mehr oder weniger Rechte als jemand anderes. Da Rechte nicht menschengemacht sind, sondern ein Geschenk des Schöpfers an uns sind, kann kein Mensch oder Gruppe von Menschen in Wirklichkeit jemandem Rechte verleihen oder jemandem Rechte entziehen. Jeder hat die gleichen Rechte. Niemand kann neue Rechte machen und niemand kann ein Unrecht zum Recht machen. Das geht nicht, ging nie und wird nie funktionieren. Es ist eine Illusion. Ich sage nicht, glaubt mir, dass das nicht möglich ist, sondern ich sage euch, in Wirklichkeit und Wahrheit ist es nicht möglich. Ein Zitat von Chris Leispooner: Regierung ist nichts mehr als Menschen, die gemeinsam arbeiten. Die Moral und der Wert von Regierung, wie bei jeder anderen Gruppierung, ist nicht mehr oder weniger als die Moral und der Wert der Leute, aus der sie besteht. Da Regierungen nur Menschen sind, ist ihre innewohnende, in Anführungsstrichen, Autorität, etwas zu tun, nicht mehr oder anders als bei einer Einzelperson. Denk dabei an das Szenario mit nur zwei Leuten. Regierung hat keine magische Macht oder Autorität, die eine Einzelperson nicht hat. Lasse den, der meint, dass Regierung etwas tun dürfen, was ein Individuum nicht tun darf, den Beweis dafür finden und seine Zufriedenheit ausdrücken. Und wisst ihr was? Es gibt kein Wesen, was das tun kann. Denn wenn jemand sagt, dass er ein Unrecht ausführen darf und jemanden daran hindern kann, ein Recht auszuleben, dann lügt er. Denn das Recht existiert nicht. Nicht in der Realität. In einem kranken Verstand vielleicht. Dafür muss man im Gehirn unausgeglichen sein. Man muss psychisch krank sein, um das zu glauben. Es ist eine Geisteskrankheit. Das Wort Government, also Regierung, wird x-mal benutzt, aber kaum einer sieht sich die Etymologie an. Es kommt vom lateinischen Verb gubernare, was kontrollieren bedeutet. No V, okay? So again, V's were rendered as either B's or P's in classical Latin language. So und der zweite Teil des Wortes ist vom lateinischen Substantiv mens, was Verstand bedeutet, abgeleitet. Wenn man das zusammensetzt, dann bedeutet es Kontrolle des Verstandes oder Gedankenkontrolle. Ich möchte noch kurz auf etwas eingehen. Gubernare means to control. The verb gubernare in Latin means to control. Die Etymologie des englischen Suffix ment wird oft diskutiert. Means mind. Okay? So you put these together and the word government actually literally from its etymological roots means to control the mind. Ich höre das ständig und ich sage den Leuten, dass ich das nicht mehr hören will. The etymological origin of the English suffix ment, M-E-N-T, is often debated in this etymological breakdown. All right? And I've gotten stuff about this constantly. Ich weiß, woher es kommt und ich weiß, warum die Leute, die die Sprache gestaltet haben, es so gemacht haben. I know where this comes from. I know why the creators of the English language made it so. Made it like this. Okay? Ich weiß, woher es kommt und ich weiß, warum die Leute, die die Sprache gestaltet haben, es so gemacht haben. Okay? In English from ancient languages that the creators of the English language deliberately chose the Latin noun mens, meaning mind, to. Für alle, die Sprachen studiert haben, ist es völlig klar, dass die Gestalter der englischen Sprache sich willentlich für das Wort mens entschieden haben, was Verstand bedeutet, um den Zustand von, beziehungsweise wie es ist, zu repräsentieren.
Da sie das erste Prinzip der Naturgesetze, Mentalismus, bedachten, da dies anzeigt, dass ein Ding, ein Ereignis, Umstand oder Zustand zuvor im Verstand der Ebene der Kausalität gewesen sein muss, bevor es sich auf der Ebene des Effekts manifestieren kann. Wir haben uns dieses Prinzip der Naturgesetze schon angesehen. The original etymological derivation means that it was made that way first. Das bedeutet, dass alles, was auf ment endet, darauf hindeutet, dass es erst im Verstand gewesen sein muss, bevor es sich materiell manifestieren kann. Das heißt, es muss zuerst erdacht worden sein, dann kann es sich in dem Zustand manifestieren. Okay? So. Und wenn ich nun sage, dass Government Gedankenkontrolle bedeutet, ist es etymologisch richtig. Das Wort mens wurde bewusst aus den angegebenen Gründen ausgewählt. Und alle, die das bestreiten, liegen falsch. Sie verstehen nicht, warum das so ausgewählt wurde. Regierung ist auf dem illusorischen und falschen Konzept namens in Anführungsstrichen Autorität gegründet. Manche Leute denken, dass andere Leute Autoritäten sind und Rechte haben, die andere nicht haben. Das Recht zu befehlen, nötigen und ihre Rechte einzuschränken. Und dass diese Leute anderen sagen können, was richtig ist, und sie bei Nichtbefolgen gegen ihren Willen nötigen oder einsperren dürfen. Selbst wenn man niemandem schadet bei einer Handlung. Autorität basiert auf einer ähnlichen Illusion namens Jurisdiktion, also Gesetzgebung. Lass uns die Etymologie ansehen. Es kommt vom lateinischen Substantiv jus juris, was Gesetz, und dem lateinischen Verb dictere, was sprechen, sagen bedeutet. Zusammengesetzt bedeutet Jurisdiktion, also wörtlich, zu sagen, was Gesetz ist, oder anders, wir sagen, was Gesetz ist. Gesetze sind nicht etwas, was in der Natur vorkommt und basieren nicht auf richtig und falsch, Moral und Wahrheit. Nein, wir können das entscheiden. Wir sind Gott. Wir bestimmen, was richtig und was falsch ist. Und da wir die Gesetze machen, sind wir die Besitzer dieser Leute, sie unterliegen unserer Jurisdiktion. Wir besitzen sie und wir bestimmen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Autorität ist eine Illusion eines kranken Geistes, einer kranken Psyche, die völlig auf Gewalt basiert und auf dem falschen und dogmatischen Glauben aufgebaut ist, dass einige Leute die Meister sind, die das moralische Recht haben, Befehle zu geben, und dass andere die Sklaven sind, die die moralische Pflicht haben, ihren Herren zu gehorchen. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Benutzt Euphemismen oder nennt, wie ich, das Kind beim Namen. Es ist Sklaverei. Egal, ob du es dir schönreden willst oder nicht, aber es ist genau das, Sklaverei. Es ist immer unmoralisch und muss beendet werden. Und wir müssen das Wissen haben, die Fürsorge und den Mut entwickeln, es zu beenden. Der Glaube an die Legitimität von Autorität ist der Glaube an die Legitimität von Sklaverei. Alle, die glauben, dass Autorität oder Regierung legitim sind, sind für die Fortführung der Sklaverei. Egal, ob sie es so sehen, ob sie es glauben, egal, ob sie es wissen. Und das ist nicht meine Meinung. Ich weiß, dass die Leute hier im Raum wissen, dass das nicht meine Meinung ist. Daher sehe ich direkt in die Kamera und sage allen, die das hören können, es ist nicht meine Meinung oder mein Glaube. Es ist eine Wahrheit für die Ewigkeit. Und wenn du an die Konzepte Autorität oder Regierung glaubst, dann bist du Befürworter der Sklaverei. Punkt. So ist es in Wirklichkeit. Nicht, weil ich es sage, sondern weil es wirklich so ist.
Und dieser Glaube an Regierung wird Gedankenkontrolle genannt. Wenn jemand glaubt, dass Sklaverei legal ist, muss dein Gehirn richtig durchgewaschen worden sein. Entweder das, oder du bist ein absolut krankes, psychopathisches Stück Dreck. Eins von beiden ist wahr, wenn du an dieses Konzept glaubst. Und ich sage das den Leuten ins Gesicht. Ich bin hier, um der Wahrheit zu dienen und nicht Leuten zu dienen, nicht um gemocht zu werden oder um Freunde zu gewinnen. Ich bin hier, um den Leuten die Wahrheit zu sagen. Ich tue das, was die Schöpfung von mir will. Ob es akzeptiert oder verstanden wird, ist jemand anderes Karma, nicht meins. Letzten Endes ist Autorität die Idee, dass Menschen Gott werden können und dass sie durch die innerstaatliche Jurisdiktion die Gesetze diktieren können. Die dunklen Okkultisten stehen über den Regierungen, daher bauen sie diese Institutionen wie Tempel. Was diese kranke, psychopathische Priesterklasse letztendlich glaubt, ist, dass sie Gott werden. Wir stellen die Naturgesetze auf den Kopf und regieren die Hölle. So ist es. Wir regieren die Hölle. Es ist eine Religion. Regierungen sind eine Religion. Und das Konzept Autorität ist eine Religion. Die meisten Leute begreifen das nicht. Und ich meine falsche Religion. Ich lache, wenn die Leute meinen, es kommt von relegere, was erneut lesen bedeutet. R-E-L-E-G-E-R-E. Es ist die lächerlichste und unsinnigste Ableitung von dem Wort Religion. Erneut lesen. Lass uns das klarstellen. Religion bedeutet nicht erneut lesen. Religion kommt vom lateinischen religare. Religion kommt vom lateinischen Verb religare, was zurückhalten, festbinden, am Fortkommen hindern bedeutet. Festbinden, so dass man nicht weiterkommt. Das bedeutet religare und das ist die etymologische Wurzel von Religion. Weil eine falsche Religion ein System der Kontrolle ist, was auf unangefochtenen dogmatischen Glauben basiert, welcher die Weiterentwicklung des Bewusstseins verhindert. Es hält das Bewusstsein gefangen. Und genau da ist der Großteil der Menschheit. In einem Hirnkäfig. In einem Käfig für den Verstand. Es gibt aber auch eine positive Nebenbedeutung von Religion. Es bedeutet, sich wieder zu vereinen. Und womit wir uns wieder vereinen müssen, ist die Wahrheit, gesunder Menschenverstand, die Naturgesetze und dem Wissen, dass es keine Legitimität für Sklaverei gibt. Damit müssen wir uns wieder vereinen. Wir müssen aufhören, unsere Religion zur Wahrheit zu machen und müssen die Wahrheit zu unserer Religion machen. Das muss getan werden. Was ist die einzige große Spaltung der Menschheit? Leute meinen, oh, sowas zu sagen führt zur Spaltung, wir sind alle eins. Nein, es gibt eine große Spaltung der Menschheit, die wirklich existiert. Die eine große Spaltung teilt die Menschheit in zwei Typen von Individuen. Es geht darum, ob man oder ob man nicht an die menschliche Autorität und damit an die Legitimität von Sklaverei glaubt. Die eine der beiden Gruppen sind die, die sagen, nein, Sklaverei ist falsch und illegal, und die anderen, die meinen, dass Sklaverei legal ist. Das ist die einzige große Spaltung der Menschheit. Alle anderen Dinge sind Teile- und Herrschetaktik. Rasse, Religion, Geschlecht, Einkommen etc. sind alles Teile- und Herrschetechniken.
Aber es gibt die eine echte Spaltung, ob man an die Legitimität von Sklaverei glaubt oder nicht. Manche nennen die einen Staatsanhänger und die anderen Anarchisten. Hier sind zwei Bilder, die ich gefunden habe. Staatsanhänger. Die brillante Idee, dass wir einer kleinen Gruppe von Leuten das Recht geben, uns zu kidnappen, einzusperren, nötigen, zu bestehlen und uns zu töten, sodass wir beschützt werden vor denen, die uns kidnappen, einsperren, nötigen, bestehlen und töten wollen. Das macht so viel Sinn. Es läuft doch brillant mit diesem System. Ich habe kein gutes Bild von Anarchisten gefunden. Nur Bilder von Fake-Anarchisten, die Eigentum zerstören und meinen, etwas Gutes zu tun. Der schwarze Block, die in Wirklichkeit getarnte Kommunisten sind. Wenn man die Leute fragt, dann wissen die meisten nicht einmal, was Anarchie bedeutet. Es sind Marxisten, die fälschlicherweise meinen, dass die unsinnige Ideologie ein Weg zur Freiheit ist. Eine Horde von dominanten linken Hemisphären, die keinen blassen Schimmer haben von den Naturgesetzen. Die Leute sind ein Witz. Sie wissen nichts über Freiheit. Ich dachte über ein paar Leute nach wegen eines Bildes, aber ich fand dann dieses Bild von Jesus, was besagt, ich bin ein Anarchist, aber die meisten meiner Anhänger sind Staatsanhänger. Die falschen Christen, die irrtümlich glauben, dass sie den Lehren Jesu folgen. Und dabei glauben sie an Regierung, an finanzielle Institutionen. Sie glauben an organisierte Religion. Das waren die drei Dinge, die Jesus getötet haben, wenn man glaubt, dass Jesus wirklich gelebt hat. Gegen wen hat Jesus denn gekämpft? Die organisierte Religion der Zeit, aber sie waren schon auf dem Rückzug. The old world order was on the way out, and the new world order was already on the way in at that time. Aber was ihn wirklich in Schwierigkeiten brachte, war sein Kampf gegen die Finanzinstitute, die Geldwechsler im Tempel. Taking people for a ride for temple coins, right? Er hat sie verprügelt mit einer Peitsche. He took out the switch on them, right? Es war keiner, der nie wütend wurde und Böses akzeptierte. Er sagte nie, es ist nur eine Erfahrung und nichts davon ist wichtig. Er hat sie wegen Wucherei verprügelt. Und wer hat ihn dann letztendlich getötet? Die Polizei der damaligen Zeit, die Centurios. Die Armee und Polizeikräfte der damaligen Zeit. Regierung. Das römische Imperium. Und das waren die Kräfte, gegen die Jesus spirituell gekämpft hat, um Gerechtigkeit auf die Welt zu bringen. Und es ist mir egal, ob man nun meint, es war eine leibhaftige Person oder nur eine Allegorie. Es tut nichts zur Sache. Glaub, was du willst. Das, was wichtig ist, sind seine Lehren. Er hat die drei tief verwurzelten und etablierten Gedankenkontrollsysteme seiner Zeit spirituell bekämpft. Organisierte Religion, Finanzsystem und Regierung. Und die sogenannten Christen können es nicht erkennen, weil sie nicht an den Lehren interessiert sind. Sie wollen sich nur damit identifizieren und meinen, dass sie dadurch magisch dazu geworden sind, weil sie sich so nennen. Nur weil du sonntags in die Kirche gehst, macht dich das noch lange nicht zum Christen. Genauso wenig, wie es dich den Lehren der Tora näher bringt, wenn du in die Synagoge gehst. Oder es dich den Lehren des Koran näher bringt, wenn du nur in eine Moschee gehst. Man muss sich schon den Kern und die Moral der Lehren ansehen und danach handeln. Die meisten nennen sich nur so. Ein Staatsanhänger ist ein Individuum, was fälschlicherweise daran glaubt, dass bestimmte Leute Autoritäten sind, was ihnen das magische Recht gibt, über andere zu herrschen.
Diese Autoritäten meinen, dass bestimmte Leute, die wir Regierung nennen, das moralische Recht haben, Befehle an die zu geben, die sie beherrschen, die unter ihrer Jurisdiktion sind, und dass diese Sklaven die moralische Pflicht haben, die willkürlichen Befehle, Gesetze genannt, der Meister zu befolgen. Einfach ausgedrückt ist ein Staatsanhänger eine Person, die an die Legitimität von Sklaverei glaubt. Auf der anderen Seite ist ein Anarchist jemand, der weiß, dass weder Autorität noch Regierung legitim sind, da beides nur Euphemismen für Gewalt und Sklaverei sind, die beide nach den Naturgesetzen unmoralisch und im Widerspruch zu diesen sind. Lasst uns ansehen, was das Wort Anarchie wirklich bedeutet. Es ist zusammengesetzt aus dem griechischen Präfix an, was keine oder Abwesenheit von bedeutet, und dem griechischen Substantiv Archon, was Herrscher, Meister bedeutet. Jemand, der meint, andere zu beherrschen, Herrscher von außen. Zusammengesetzt bedeutet Anarchie nicht ohne Regeln. Does not mean without rules. The word Archon does not mean rules. Da Archon nicht Regeln bedeutet. Weil es immer Regeln gibt, und zwar die Naturgesetze. Es bedeutet wörtlich keine Herrscher, keine Meister, von außen. Externally imposed masters or rulers, meaning when we put it together, okay, it means without rulers, without masters. Now, if you give people that term, no masters, wenn man Leuten sagt, keine Herrscher, keine Meister, keine Sklaven, womit werden sie das verbinden? Freiheit. Aber wenn man sie fragt, womit assoziierst du Anarchie? Was werden die meisten antworten? Chaos, was das exakte Gegenteil ist. Sie haben die wahre Bedeutung durch die Gedankenkontrolltechnik namens endlose Wiederholung umgekehrt. Das ist nun kein Projektor mehr, sondern ein Hammer. Kannst du dir den Hammer mal ansehen? Guck dir bitte mal die Birne in dem Hammer an, ob sie das Bild richtig projiziert, denn sonst muss ich losgehen und mir einen neuen Hammer kaufen. Wenn ich das jahrelang so wiederhole, würden Leute den Begriff Hammer übernehmen, wenn ich genug Leute hätte, die es auch Hammer nennen. Sie haben genug Leute, um Freiheit Chaos zu nennen. Denk mal darüber nach. Sie haben genug Leute, um uns klarzumachen, dass die Abwesenheit von Herrschaft und Sklaverei nicht Freiheit, sondern Chaos ist. Unfassbar. Unglaublich, was die mit unserem Verstand gemacht haben. Anarchie ist der Zustand, wo es keine Meister und keine Sklaven gibt. Daher bedeutet Anarchie die Abwesenheit von Sklaverei oder anders echte Freiheit. Ich nenne es Anarchonie, um das Wort Archon komplett darin zu lassen. Okay? Keeping the word, entire word Archon instead of taking out the O-N. Okay? Wenn man sagt, dass man ein Anarchonist ist, dann werden Leute fragen, was ist das? Dann kann man es anhand des Wortes erklären. Die Abwesenheit von Archon. Die Abwesenheit von Leuten, die meinen, Herrscher über Sklaven zu sein. Das ist Anarchonie und das, was wir jetzt haben, ist illegal und wir müssen es beenden. Wenn wir uns nun nochmal die Spaltung ansehen. Ich nenne den Staatsanhänger die Archonisten. Das ist jemand, der an die Legitimität von Archonten, also der Herrscher, glaubt. Okay? Ich werde über die Archonten mehr in zukünftigen Präsentationen sprechen. Und der Anarchist sollte besser Anarchonist genannt werden. Weil das jemand ist, der verstanden hat, dass es keine Legitimität zu Herrschaft über andere Leute gibt.
Es darf also niemand als Sklave oder Eigentum betrachtet werden. Das ist illegal. Und das ist die einzige Spaltung, die alles Bewusstsein hier auf Erden spaltet. Entweder du glaubst an die Legitimität von Sklaverei, oder du bist ein Erleuchteter und hast begriffen, dass es keine Legitimität zu Sklaverei gibt. Die Angst vor Chaos. Wir sollten keine Angst vor Chaos haben. Chaos sollte von uns als Lehrer gesehen werden. Ein harter Lehrer, aber ein Lehrer. Chaos lehrt uns durch die Apophase, was wir nicht tun sollten. Das ist eine schlechte Idee. Man sollte das nicht tun. Wenn du nicht willst, dass deine Hand verbrennt, halte sie nicht auf die Platte. Falls dir das egal ist, dann halte die Hand weiter da drauf. Aber wenn man sagt, ich will mich nicht verbrennen, dann sollte ich die Anforderungen dafür kennen. Das bedeutet, man sollte seine Hand nicht auf etwas legen, was außerordentlich heiß ist. Ansonsten werden die Naturgesetze dich verbrennen. Dafür ist kein Glauben notwendig. So funktioniert es. Das ist die Menschheit. Die Menschheit ist das kleine Kind, was ein wenig begriffsstutzig ist, was nicht verbrannt werden will, aber andererseits darauf besteht, dass sie die Hand auf die heiße Herdplatte legen kann und nicht verbrannt wird. Simultan. Viel Glück dabei, denn es funktioniert so nicht. Wenn du nicht verbrannt werden willst, dann halte die Hand da nicht drauf, solange der Herd an ist. Punkt. Wenn du kein selbstverursachtes Leid und Chaos in deinem Leben willst, dann musst du dich an die Naturgesetze anpassen. Das heißt, du musst den objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch kennen und dich freiwillig für die richtige anstatt der falschen Handlung entscheiden. Dann wirst du nicht verbrannt. Aber solange du die Hand auf den Herd legst, sprich im Widerspruch zu den Naturgesetzen lebst, genieß die Verbrennung. Genieß es. Gewöhn dich dran. Bis dein Fleisch abfällt und deine Knochen sich in Staub verwandeln. Denn das wird man bekommen. So läuft's. Und das will niemand hören. Sie wollen nicht hören, dass die Naturgesetze sich nicht um dich kümmern. Sie funktionieren immer fehlerfrei und bringen dir das Resultat, was du kreierst. Das Kontroll- und Sklavereisystem geht darum, den freien Willen durch die Zerstörung von Möglichkeiten zu begrenzen. Die alte Weltordnung war Religion mit den Priesterkönigen. Sie stehen zwischen dir und Gott. Sie sind die Vermittler, sie machen die Gesetze und du musst sie befolgen, ansonsten wirst du unseren Zorn fühlen. Was sie gemacht haben, war, das Konzept eines einzelnen Herrschers in ein Konzept der herrschenden Klasse namens Regierung umzuwandeln, die uns sagt, was wir dürfen und was nicht. Sie sind nun diejenigen an der Spitze der Pyramide, das ist alles. Sie haben es von der Monarchie zu einer Art Oligarchie gemacht. Aber es ist das gleiche Konzept. Sie sind die moralischen Meister, die das moralische Recht haben, uns zu befehlen, und wir sind die Sklaven, die die moralische Pflicht haben, diese zu befolgen. Es hat sich nichts verändert. Sie haben erkannt, dass die Leute nicht mehr an den Priesterkönig glauben, sodass sie es in eine Institution umwandeln mussten, damit es den Anschein hat, dass es auf viele Leute aufgeteilt ist. Es war immer Unsinn und Gedankenkontrolle. Und es wird nichts anderes werden, bis es verschwindet. Echte Freiheit enthält unendliche Möglichkeiten, was die Möglichkeit des Chaos per Definition einschließt. Wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir akzeptieren, dass es nicht immer rosig läuft. Wir leben in einer physischen Welt, da könnte es Gefahren geben. Man kann keine 100%ige Sicherheit erreichen im physischen Bereich.
Wir müssen das akzeptieren, dass etwas passieren könnte, jemand verletzt wird oder es chaotisch wird. Wenn jemand ständig in Angst lebt, ist das hohes oder niedriges Bewusstsein? Niedriges Bewusstsein. Niedriges, angsterfülltes Bewusstsein kann nur Chaos kreieren. Die Angst vor Chaos kann dir nur mehr Chaos bringen, weil es auf Angst basiert. Seht euch nochmal die Tabelle der Ausdrücke an. Lernt es oder druckt es euch als Bild notfalls aus. Versteht, wie diese Tabelle funktioniert. Die Möglichkeit, dass Chaos sich manifestiert, muss ohne Angst angenommen werden, damit wir wirklich frei sein können. Man muss akzeptieren, wenn man frei sein will, dass Chaos entstehen könnte. Weil wir dadurch aus dem angsterfüllten Bewusstsein kommen und das zu Freiheit führt. Die Angst vor der Möglichkeit des Chaos ist die Angst vor echter Freiheit. Wenn jemand sagt, ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass das funktioniert ohne Herrscher, was ist in der Person abgestorben? Was haben sie verloren? Die Vorstellung. Das ist das Äquivalent zum Tod der Vorstellung. Was ist die Vorstellung? Vorstellung ist die kraftvolle Möglichkeit des menschlichen Gehirns, einen anderen Zustand zu visionieren als den, der sich schon manifestiert hat. Vorstellung muss gegeben sein, um einen anderen Lebenszustand zu erschaffen als den Zustand, den man gerade erfährt, weil es nach dem Prinzip des Mentalismus, damit sich ein anderer Zustand in der physischen Welt, der Ebene des Effekts, manifestieren kann, muss es zuvor im Verstand existieren, der Ebene der Kausalität. Wenn die Vorstellung unterdrückt oder zerstört ist, ich nenne es völlige Gedankenkontrolle, denn man kann nicht mehr unter Gedankenkontrolle stehen, als wenn die Vorstellung tot ist. Wenn das passiert, dann wird es komplett unmöglich, unseren jetzigen Zustand positiv zu verändern. Wenn das passiert, any positive change to our state of existence becomes completely impossible. Leider sind schon viele Leute in dem Zustand. Angst ist nicht nur der Tod der Freiheit, sondern auch der Tod der Vorstellung. Angst steckt die Vorstellung in einen Käfig. Man darf die Vorstellung nicht sterben lassen, denn das ist die einzige Möglichkeit, einen Weg raus aus dem Knast zu sehen. Erst muss man sich das vorstellen, dann setzt man das in die Tat um, sodass es sich manifestiert. Envisioning process into actual action, so that it becomes manifested in the physical world. Durch deren Angst vor der Möglichkeit von Chaos stimmen die meisten Leute der Legitimität und Fortdauer von, in Anführungsstrichen, Autorität und Regierung und dadurch stimmen sie der Legitimität und Fortdauer von Gewalt und Sklaverei zu. Die, die glauben, dass Autorität notwendig ist und dass sie weiter bestehen muss, sind der Täuschung auf den Leim gegangen, dass menschliche Sklaverei notwendig ist und weitergeführt werden muss, um Chaos zu verhindern. Stellt euch das mal vor. Das ist Staatshörigkeit. Genau das ist der Glaube oder die Religion, Regierung, wirklich. Es ist der Glaube, dass die menschliche Sklaverei notwendig ist und unendlich weitergeführt werden muss, um das Chaos zu verhindern. Sagt mir mal, wie das funktionieren könnte. Kann Gewalt und Sklaverei, die Begriffe, für die Regierung ein Euphemismus ist, jemals Chaos verhindern? Can violence and slavery ever possibly prevent chaos? Why? What? Warum können sie das nie? Weil sie Chaos sind. Gewalt und Sklaverei sind Chaos.
Gewalt und Sklaverei sind Chaos. Wir sind schon im Chaos. Unter der Androhung von Gewalt und Nötigung gehalten zu werden, nennt man Sklaverei. Und das ist der Zustand Chaos. Also vergesst die Angst, dass Chaos entstehen könnte. Überraschung, wir sind schon drin. Wir sind schon im Chaos. Wir müssen echte Ordnung wiederherstellen, indem wir Gewalt und Sklaverei abschaffen. Befehlsempfänger, das sind die Leute, die das System der Sklaverei an der Macht halten. Sie halten die Sklaverei am Laufen. Befehlsempfänger sind die Leute, die die Sklaverei am Laufen halten. Nicht die Herrscherklasse, nicht die Meister, nicht die sogenannte Elite, die nicht elitär sind, außer der Bodensatz eines Mülleimers. Die Leute, die die Sklaverei aufrechthalten, sind die Leute, die willentlich deren Befehle befolgen. Niemand will das hören. Und Leute werden dich hassen, wenn du das sagst. Befehle zu befolgen bedeutet per Definition, dass man tut, was man befohlen bekommt, ohne es selber zu beurteilen, ob die Handlung, die man ausführen soll, richtig oder falsch ist. Das ist die Definition von Befehle zu befolgen. Bestreitet das jemand? Ist das nicht die Definition von Befehle befolgen? Wenn du den Befehl bekommst, dann handelst du, weil du die Befehle befolgst. Man überlegt ja nicht, ob das nun richtig ist oder nicht. Habe ich ein Recht, das zu tun? Ist das moralisch? Sollte ich das tun oder sollte ich das nicht tun? Schadet es jemandem oder nicht? Das geht einem Befehlsempfänger nicht durch den Kopf. Ein Befehlsempfänger sagt, ja, sicher, und befolgt den Befehl. Deswegen wird er Befehlsempfänger genannt, weil er Befehle befolgt. Es ist also das, was ein Befehlsempfänger ist, und nicht meine Meinung, was ein Befehlsempfänger ist. Es ist die Definition von dem Befolgen von Befehlen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn ein Individuum Befehle befolgt, dann kann das Individuum nicht Bewusstsein ausüben, da per Definition das Ausüben von Bewusstsein bedeutet, dass man selber freiwillig die richtige Handlung statt der falschen Handlung ausführt. Das Befolgen von Befehlen ist also das polare Gegenteil von dem Ausüben von Bewusstsein. Man kann nicht beides gleichzeitig tun. Es ist unmöglich. Sie sind per Definition Gegensätze. Viele verstehen das nicht. Wenn man Befehle befolgt, kann man per Definition nicht sein Bewusstsein ausüben, weil das eine freiwillige Entscheidung ist, auf Grundlage des Wissens um richtig und falsch. Hier sieht man, wohin Befehle befolgen uns bringen, auf Landesebene gesehen. Nicht, dass wir da schon sind, nicht, dass diese Leute uns schon übernommen haben. Wir sind schon von denen übernommen worden, im Stillen. Sie haben uns durch das Schulsystem übernommen. Sie konnten uns nicht militärisch schlagen, so sandten sie ihre Ideologen nach Amerika und haben die Gemüter unserer Kinder übernommen. Und wenn du nicht glaubst, dass das passiert ist, dann bist du wirklich sehr naiv. Nicht nur die Nazis, sondern die Kommunisten auch. Weil beides nur Varianten von Sozialismus ist. Das ist es, was Feudalismus ist. Weltweiter Sozialismus bedeutet, es gibt so etwas wie Privatbesitz nicht. Der Staat besitzt alles und Rechte und Eigentumsrechte existieren nicht. Jeder ist wieder ein feudaler Sklave. Es wird auch Neo-Feudalismus genannt. Mir egal, von welcher Seite man sich das ansieht, von links ist es Kommunismus und von rechts ist es Nationalsozialismus. Kommunismus ist internationaler Sozialismus. Beide sind die gleiche Kraft, Feudalismus genannt. Nennen wir das Kind beim Namen. Es wird Feudalismus genannt, was seinerseits ein Euphemismus für Sklaverei ist.
Sie wollen Neofeudalismus, was die neue Weltordnung der Sklaverei ist. Es ist schon da, es kommt nicht erst noch. Die Aufgabe ist es, da rauszukommen. Und das ist das Resultat von befolgten Befehlen. Dahin bringt es eine Gesellschaft, wenn man Befehle befolgt. Befehle zu befolgen sollte niemals als Tugend angesehen werden. Befehle zu befolgen ist böse. Es ist egal, ob ein heiliger Mann mir einen Befehl gibt und ich ihn befolge, dadurch habe ich gerade etwas Böses getan, wenn ihr mich fragt. Wenn ich nur danach handele, was mir ein anderer gesagt hat, dann ist das böse. Da ist nichts Moralisches dran, gar nichts. Es ist keine Tugend, es ist böse. Lass es mich absolut klarstellen, es gibt keine Instanz, wo das Befolgen von Befehlen moralisch ist. Die beiden Begriffe sind Gegensätze. Ich habe nur Befehle befolgt, ist niemals eine Entschuldigung oder Rechtfertigung für unmoralisches kriminelles Verhalten und solche erbärmlichen Versuche, seine persönliche Verantwortung abzugeben, sollte niemals als eine gültige Entschuldigung für ein solches Verhalten akzeptiert werden. Es wird durch in Anführungsstrichen Rechtfertigungen probiert, im Englischen Justification. Im Deutschen erkennt man es direkt am Wort selber, rechtfertigen. Das englische Justification bedeutet rechtfertigen, da es vom lateinischen jus juris, was Recht oder Gesetz bedeutet, und dem Verb facere, was machen, erschaffen bedeutet, stammt. Und das klingt dann so, ich habe nur Befehle befolgt oder ich habe nur meinen Job gemacht. Ich bringe dich zum Schweigen, da der Politiker mir gesagt hat, ich soll diese Demonstration auflösen. Ich habe nur meinen Job gemacht, meine Befehle befolgt. Das sind die Rechtfertigungen für kriminelles Verhalten. Es ist nichts Tugendhaftes oder Moralisches daran. Und sie versuchen es zu einem Recht zu machen, indem sie es rechtfertigen. Niemand sollte Rechtfertigungen akzeptieren, denn wisst ihr, was Rechtfertigungen sind? 100% Lügen. Sie sehen dir in die Augen, nachdem sie das getan haben, und sagen, ich bin nicht daran schuld. Es hat in den Prozessen in Nürnberg nichts gebracht und es sollte nirgends akzeptiert werden. Niemand sollte das akzeptieren, da diese Leute durch Gedankenkontrolle an Autorität und Regierung glauben. Daran glauben sie. Sie glauben, es ist legitim. Weil eine Klasse von Leuten, die sich Regierung nennen, auf magische Weise mit solchen Rechten versehen worden sind. Sie glauben daran, dass bestimmte Leute Rechte haben, die andere nicht haben. Aber das wirklich Schlimme ist im Grunde, dass die Leute, die davon betroffen sind, daran glauben, dass diese Leute diese Extrarechte haben. Gandhi sagte, man dient einem bösen System am effektivsten, wenn man seine Befehle und Verordnungen befolgt. Ein böses System verdient niemals eine solche Loyalität. Loyalität in dem Fall bedeutet Teilnahme am Bösen. Eine gute Person wird sich mit aller Macht seiner Seele einem solchen System widersetzen. Und das bedeutet Nein zu sagen. Moralische Schuldfähigkeit. Was bedeutet das? Das Bestimmen, wer letztendlich schuld ist oder die Vorwürfe verdient, für Handlungen, die anderen Schaden oder Verlust gebracht haben. Das ist ein legitimes und reales Konzept, denn es gibt Schuld und Verschulden. Wir dürfen diesen New Cage-Unsinn, dass niemand schuld ist und keiner Fehler macht, nicht glauben. Hey, das, was du gemacht hast, hat vielen Leuten geschadet und sie traumatisiert. Aber du bist nicht schuld, es ist einfach passiert. Nein, falsch! Die Leute, die sich so verhalten, sind schuld. Wer hat den Holocaust in Deutschland ausgeführt? Die Leute, die ihre Befehle befolgt haben. Befehlsempfänger wäre die Antwort. Wer hat die politischen Widersacher von der Bildfläche verschwinden lassen in Russland? Befehlsempfänger. Und immer in der Form von Polizei. Was meint ihr, warum man ein totalitäres System einen Polizeistaat nennt? Warum nicht einen Bankerstaat? Oder Politikerstaat? Oder Anwaltsstaat? Oder Richterstaat? Warum nicht eins dieser Bezeichnungen? Wollt ihr wissen, warum?
weil keiner dieser Leute den Zustand durch ihr Verhalten in der reellen Welt manifestiert. Das sind die Befehlsgeber. Die Befehlsempfänger befolgen die Befehle und durch ihr Verhalten erzeugen sie diesen Zustand in der Realität. Deswegen wird es Polizeistaat genannt. Weil jeder Polizeistaat immer durch die Handlungen der Polizei entstanden ist, die ihre Befehle befolgt hat. Da sie nicht selber entscheiden und nachdenken und den Unterschied zwischen richtig und falsch wissen wollen. Sie wollen nicht erwachsen sein, sondern lieber Befehle von Daddy befolgen, weil sie Vaterprobleme haben. Und genau darum geht es, aber dahin kommen wir noch. Es gibt so etwas wie Schuld. Culpable kommt vom lateinischen culpa, was Schuld oder Fehler bedeutet. Es bedeutet, wer die Vorwürfe verdient, beziehungsweise wer schuld ist. Wer ist moralisch mehr schuld? Der Befehlsgeber oder der Befehlsempfänger? Und bitte beachtet, dass ich das Wort mehr großgeschrieben und unterstrichen habe. Es sind beide schuld, aber es geht darum, wer mehr Schuld hat. Der Befehlsempfänger ist immer und überall mehr schuld. Ich habe dieses Bild auf Facebook hochgeladen und habe viel Hass dafür geerntet. Die Leute wollen es nicht hören. Wie gesagt, ich bin nicht hier, um berühmt zu werden oder um Freunde zu gewinnen. Ich bin hier, um den Leuten die Wahrheit zu sagen und sie müssen für sich selber entscheiden, ob sie es akzeptieren oder ablehnen. Bei den Politikern und den Soldaten steht in den Sprechblasen, meine Handlungen haben das nicht verursacht. Gemeint ist das grausame Bild eines toten Kindes. Wer lügt und wer sagt die Wahrheit? Wenn auf unsere Kinder Bomben regnen würden, vielleicht würden wir uns weniger imperialistisch verhalten. Womöglich würden wir darüber nachdenken. Vielleicht. Aber wenn es das Kind von jemand anderem ist, dann ist es okay, denn es geschah ja im Namen der Freiheit. Die Politiker haben das nicht gemacht. Sie haben nur ein Papier in ihrem üppigen Büros unterschrieben und haben den Typen in Uniform gesagt, los, bombt die Leute weg. Und sie sagten, yes, Sir, und bombten los. Die Handlungen der Soldaten lassen so etwas Schreckliches entstehen, nicht die der Politiker. Sie sagen jemandem nur etwas. Sie sprechen nur, sie tun aber nichts. Ihre Aktionen haben das nicht verursacht. Aber die Soldaten tun das. Sehr schwer und sehr schmerzhaft für viele einzusehen. Man sollte sich dabei nicht schlecht fühlen, aber ich sage euch, es ist wahr. Die schmerzhafte Wahrheit. Der Befehlsausführende hat immer mehr moralische Schuld als der Befehlsgeber, da der Ausführende die Handlung ausführt, die den Schaden in physische Manifestation bringt. Befehle zu befolgen, ist der Weg zu allen Arten von Bösem und Chaos in unserer Welt. Es sollte niemals von jemandem, der sich als moralisches Wesen ansieht, als tugendhaft angesehen werden.
Befehlsempfänger sind letztendlich für alle Arten der Sklaverei und für jedes totalitäre Regime, was jemals auf der Erde existierte, persönlich und moralisch schuld. Das ist die schmerzhafte Wahrheit, die die Leute nicht akzeptieren wollen. Denn sie wollen lieber den Unsinn glauben, dass Befehle zu befolgen in irgendeiner Art tugendhaft ist. And it needs to be obliterated from the face of the earth. Und es muss ausgelöscht werden, da es nicht zu Ordnung und Freiheit, sondern zu Bösem und Vernichtung führt. Verantwortung im Gegensatz zu Verzicht. Warum wollen diese Leute nicht eigenständig denken? Es ist zu einfach, die Befehle anderer zu befolgen. Und sie meinen, dass sie das magisch von ihrer persönlichen Verantwortung befreit, selber zwischen richtig und falsch zu wählen. Eines Individuums persönliche Verantwortung, die richtige anstatt der falschen Handlung selber zu wählen, bleibt immer bei dem Individuum. And that responsibility can never be given to another person or passed along. Man kann nur meinen und sich vorstellen, dass es möglich ist, seine persönliche Verantwortung auf jemand anderen zu übertragen. Es kann aber in Wirklichkeit nicht gemacht werden. Man kann es nur meinen. Oder anders, es ist eine Lüge. Einfacher ausgedrückt, ein Individuum ist immer persönlich verantwortlich für das, was es tut. Punkt. Hast du das getan, dann bist du dafür verantwortlich. Es gibt keine Ausrede. Hört auf, Ausreden oder Rechtfertigung für kriminelles Verhalten zu suchen. Steht zu dem, was ihr tut. Wenn du etwas angerichtet hast, dann bist du schuld daran. David Icke formulierte es so: Akzeptiere deine Verantwortung für dich und deine Handlung, Gedanken und Worte. Du allein triffst die Entscheidung. Du allein bist verantwortlich für die Konsequenzen deines Verhaltens. Die schwache Entschuldigung, dass dein Boss es von dir verlangt oder das Establishment es erwartet hat, ist nicht wahr und ist keine Rechtfertigung. Was sind deine Prinzipien wert, wenn du es erlaubst, dass andere dein Verhalten diktieren? Die, die sich sagen lassen, was sie tun sollen, haben keine Prinzipien. Und das aus dem Grund, dass sie sich selber hassen. Sie verachten sich selbst und es gibt einen Grund dafür. Und genau darüber werde ich in Zukunft ausführlich sprechen. Am Ende des Tages wirst du deine Leistung und deinen Beitrag zur Schöpfung beurteilen. Es wird nicht darauf basieren, was andere von dir erwartet haben oder was du getan hast, weil du dich gefangen fühlst. Ich konnte nicht anders. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich da rauskomme. Vielleicht muss ich mir einen neuen Job suchen. Oder ich sollte vielleicht lesen und lernen. Ich kann mir nicht vorstellen, jemand anderes zu werden als die Identität, die ich schon aus mir gemacht habe. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Ich habe alles hier reingesteckt und es ist meine Ego-Identifikation. Das ist, was ich tue, was mich ausmacht, was definiert, was ich bin. Ich kann das nicht ändern. Alles Unsinn. Nur weil die Leute sich gefangen fühlen und sich nicht vorstellen können, dass es einen anderen Weg gibt. Die meisten anderen Leute glauben fälschlicherweise, dass sie ihre natürlichen Rechte auf andere Individuen, Gruppen oder Entitäten übertragen können, sodass diese sie gegen andere verteidigen. Man behauptet, er ist mein Beschützer. Es ist deren Aufgabe, mich zu beschützen. Wenn man einer solchen falschen Meinung ist, dann versucht man, seine Verantwortung abzugeben, die immer einem selbst gehört, daher niemals abgegeben werden kann. Das ist das Selbstverteidigungsprinzip. Es ist deins und gehört immer zu dir. Man kann es nicht an andere übertragen. Das ist deine Verantwortung. Und die Herrscherklasse wird froh sein, wenn du deine Verantwortung der Selbstverteidigung an sie überträgst, da sie denken, prima, noch einer, der sich nicht verteidigen will und kann. Die Polizei ist nicht dafür da, um dich zu beschützen, sie beschützen die Herrscherklasse. Sie wollen sich das aber nicht eingestehen. Und wisst ihr warum? Weil es Lügner sind.
Vor allem belügen sie sich selber. Ein Haufen kindischer Lügner. Benjamin Franklin sagte, die, die grundlegende Freiheiten gegen ein wenig temporäre Sicherheit eintauschen würden, verdienen beides nicht und werden beides verlieren. Das spricht die Angst vor Chaos an und den Versuch, dein Recht und Pflicht auf Selbstverteidigung an andere abzugeben, weil man Angst hat und man die Verantwortung, selber zu tun, nicht haben will. Du möchtest etwas Freiheit gegen Sicherheit eintauschen? Dann genieß deine sichere Sklaverei. Ich nehme lieber meine gefährliche und chaotische Freiheit. Ich versuche es dann lieber mit dem Kannibalen, der hinter jeder Ecke auf mich lauern könnte. Lass mir meine Freiheiten und mein Sturmgewehr und ich versuche mein Glück. Danke sehr. Wer seine Freiheit aufgeben will für das Gefühl der Sicherheit, der ist ein mentales Kind. So denkt ein Kind. Und genau darum geht es. Man will nicht erwachsen werden. Und es gibt Gründe dafür. Es gibt darunterliegende psychologische Gründe, die sogar tiefer gehen, aber wir sprechen erst darüber. Selbstrespekt gegenüber Selbstverantwortung. Die Leute, die ihre Verantwortung nicht annehmen und erwachsen werden wollen, sind in dem psychologischen Zustand. Selbstverachtung. Es bedeutet, man hasst sich selbst. Keiner, der Sklaverei weiterführen will, liebt sich selbst. Es ist unmöglich. Diese Leute sind schon im Stadium des Selbsthasses, wenn man an die Legitimität von Regierungen glaubt. Weil man an Sklaverei glaubt und man schon versklavt ist, wie kann man sich dann selber lieben? Selbstverachtung ist der darunterliegende psychologische Umstand, der die Leute dazu bringt, ihre persönliche Verantwortung, Bewusstsein auszuüben, abgeben zu wollen, und damit fallen sie in das Muster von Befehlsempfängern und Rechtfertigung. Ebenso wie es nicht wirklich für einen Befehlsempfänger möglich ist, Bewusstsein auszuüben, ist es nicht möglich für einen Befehlsempfänger, sich wirklich selbst zu lieben. Diese beiden Umstände können nicht zusammen existieren. Es ist unmöglich. Eine Person, die sich selbst verachtet, ist in einem Trauma-Missbrauchszyklus gefangen. Es gibt einen Misshandler, daraus entsteht ein Trauma und das wiederholt sich ständig. Denn der Misshandelte misshandelt dann andere und der Zyklus wiederholt sich. So sehe ich diesen Geisteszustand. Das ist ein Golem. Es ist ein 100% programmiertes und lebloses Ding, was sich aber bewegen kann wie ein Roboter. Es ist ein Fleischroboter sozusagen. Es ist ein uraltes, okkultes Konzept. Ein Gollum wird durch seine Selbstverachtung getrieben. Und genau das sind Befehlsempfänger, Gollums. Ich sage das nicht, um Leute zu beleidigen. Ich sage ihnen, wie es wirklich ist und wie dunkle Okkultisten sie sehen. Sie nennen sie ihre Hunde oder Haustiere. Das sind die Bezeichnungen für das Militär und die Polizei. Und ich habe das nicht aus Büchern, ich habe das aus ihren Mündern gehört. Der Gollum ist in diesem Geisteszustand. Weil ich gelitten habe, werde ich andere leiden lassen. Weil ich mich nicht mit meinen eigenen Traumata, Minderwertigkeitsgefühlen und Kindheitsproblemen beschäftigen will, werde ich das an anderen Leuten ausleben und sie dafür leiden lassen, wozu ich keinerlei Recht habe. So denkt ein Gollum. Selbstverachtung entsteht, wenn ein früheres Trauma unterdrückt und im Unterbewusstsein vergraben wird. Es ist die Aufgabe deines Unterbewusstseins, dich davor zu bewahren, an diese Traumata zu denken und sie dadurch nicht körperlich erneut zu erleben. Wenn wir aber diese Traumata niemals ins Bewusstsein holen, wird es größer und stärker, bis es uns selber zerstört. Psychisch und spirituell. Anstatt es zu konfrontieren, es zu behandeln und es zu heilen.
Das zu konfrontieren ist den meisten zu hart, diese Schattenarbeit. Und um aus meinen Glaubenssätzen herauszukommen, musste ich das jahrelang machen. Mich im Spiegel ansehen und erkennen, was es ist und daran arbeiten, es zu ändern. Und zigtausende Male mir selber eingestehen, ich lag falsch, ich lag falsch, ich lag falsch. Ich kann nicht sagen, wie viele tausend Male ich mir das im Spiegel selber sagen musste. Ich war teilweise so depressiv, dass ich tagelang nicht aus dem Bett kam. Den ganzen Tag im Bett liegen und Doom spielen. Wörtlich, ständig wiederholen. Da sitzen im Zustand der völligen Selbstverachtung und Depression, weil ich dann denken musste, woran ich beteiligt war. Und es war mein geistiger Zustand, wofür ich Jahre brauchte, um da rauszukommen. Ich erzähle euch das alles, damit ihr nicht durch dieses Leid gehen müsst. Je früher man freiwillig damit anfängt, desto schneller und leichter geht es. Aber ich sage nicht, dass es leicht ist, aber möglich. Solche Traumata können eine Form des Gefühls von Minderwertigkeit, ob real, suggeriert oder eingebildet, kreieren. Es ist im Grunde des Geisteszustand des Selbstwegsperrens. Man steckt sich selber in einen Käfig. Diese Gefangenen wollen ihren Frust an anderen Leuten herauslassen. Sie lieben den Käfig und im Käfig zu sein. Sie wollen keine Freiheit. Die Person, die keine Freiheit haben will, ist im psychologischen Stadium der Selbstverachtung und hasst sich selber und liebt sich nicht. Was heilt Selbstverachtung? Selbstrespekt. Wir müssen wissen, was das Wort Respekt bedeutet. Es geht darum, sich selber anzusehen. Introspektion. Es kommt vom lateinischen Präfix re, was erneut oder wieder bedeutet, und dem lateinischen Verb spectare, was schauen, sehen bedeutet. Wenn man das zusammensetzt, bedeutet es erneut sehen, etwas wieder ansehen. Was sieht man sich erneut an? Sich selbst. So entsteht Respekt. Man kann niemandem etwas geben, was man nicht hat. Wenn ich keine $10 in der Tasche habe, kann ich dir keine geben. Wenn ich keine Münze in der Tasche habe, kann ich dir keine abgeben. Man muss erst etwas haben, wenn man etwas geben will. Es kann also niemand jemandem Respekt geben, wenn man keinen für sich selber hat. Selbstrespekt muss zuerst kommen. Deswegen respektieren solche Leute niemanden, bei Befehlsempfängern besonders sich selbst. Solange sie nicht die Schattenarbeit der Introspektion machen, werden sie keinen Selbstrespekt entwickeln. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Es ist harte Arbeit, die lange dauern kann. Und es wird Schatten in ihnen aufkommen lassen, die sie nicht konfrontieren wollen. Nur Selbstrespekt kann Selbstverachtung heilen und damit einen Befehlsempfänger auf den Weg zu Bewusstsein bringen. Wir müssen uns selber erneut ansehen. Das verlorene Wort. Das ist das Ende des Teils über Naturgesetze und wir sprechen zum Schluss noch über Lösungen. Das verlorene Wort ist ein Konzept in esoterischer Freimaurerei, welches einen Bewusstseinszustand repräsentiert, der bei den meisten Menschen verloren gegangen ist. Um das verlorene Wort auszusprechen, muss ein Mensch an sich arbeiten, um eine Ausgeglichenheit, eine Balance zwischen der rechten und linken Hemisphäre zu erreichen. In diesem Bewusstseinszustand versteht das Wesen sein Selbst, die Funktionsweise der Naturgesetze und dadurch hat es ein Verständnis von dem objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch oder, wie die Freimaurer es ausdrücken, zwischen Licht, was richtig ist, und Dunkelheit, was falsch repräsentiert. Oder das Licht steht für Wissen und Dunkelheit für Ignoranz. And darkness, which is wrong, or light, which is knowledge of right and wrong, and darkness, which is ignorance of right and wrong, respectively. All right? What is the lost word? Was ist das verlorene Wort? That's the lost word, ladies and gentlemen. Nun wisst ihr das höchste Wissen der Freimaurerei. Die meisten Freimaurer in den Logen kennen das verlorene Wort nicht. Das verlorene Wort ist Nein. And I would suggest to you, it is a dual word. The lost word is dual.
meaning it's two things, it's not just one. It is the word no, N-O, and it is the word no, K-N-O-W. Those are the lost words, okay? Im erleuchteten Zustand des Bewusstseins, welches durch das Wissen um die Naturgesetze erschaffen wurde, ist der Mensch endlich in der Lage, das verlorene Wort Nein auszusprechen. Nein ist das Wort aller Macht. Nur wenn wir Nein zu denen sagen, die meinen, unsere Besitzer zu sein, denen, die meinen, entscheiden zu können, welche Rechte wir haben und welche nicht, hören wir auf, unsere Macht an irgendjemanden außerhalb von uns zu externalisieren, und indem wir das tun, beanspruchen wir alle unsere Rechte zurück. All of our rights, all of our property that has been taken without right. Leider besitzen nur sehr, sehr wenige Leute in unserer Welt das Wissen, die Fürsorge und den Mut, der erforderlich dafür ist. Genau deswegen wird dieses allmächtige Wort als verloren angesehen. Und hier ist die andere Variante des verlorenen Wortes: Wissen. Wisse deine Rechte. Denn wer nicht weiß, was richtig und was falsch ist und welche Rechte du hast, der wird niemals Nein zu denen sagen, die meinen, seine Besitzer zu sein. Lass uns nun Lösungen ansehen. Ich nenne das anderen die Naturgesetze beibringen. Wir sprachen ja schon darüber, Erziehung und Bildung ist die einzige Lösung. Wissen ist die Lösung. Erziehung ist das Beibringen und Verbreiten von Wissen. Man zieht jemanden heraus. Man zieht jemanden aus der Dunkelheit, aus der Ignoranz. Das tut ein echter Lehrer. Er schiebt keinen raus, sondern er sagt: Ich gehe vor und zeige dir den Weg, und du kannst dann dem folgen, wenn du meinst, dass der Weg stimmt. Es ist ein erkennbarer Weg und ein wiederholbarer Prozess. Das ist echte Wissenschaft. Ich sagte ja schon zu Beginn, dass es kein Glaube oder Religion, sondern eine Wissenschaft ist. Anderen die Naturgesetze beizubringen, wie ich es tue, wurde von allen positiven okkulten Traditionen das große Werk genannt. Ich nenne es das wahre große Werk, da die dunklen Okkultisten alles nehmen und verdrehen, so haben sie ihre Variante vom großen Werk, was das Errichten einer Welt totaler Sklaverei ist. Das ist das dunkle große Werk. Daher nenne ich es das wahre große Werk oder das helle große Werk. Es ist nur eine Beschreibung. Nenne es, wie du willst. Wandel passiert? Vielleicht. Vielleicht nicht. Das Ergebnis ist nicht garantiert. Die New Ager wollen dir erzählen, es ist alles sicher und in trockenen Tüchern. Die ETs von Zeta Reticula werden jeden Moment hier sein. Sie geben uns alle Geheimnisse des Universums und retten uns vor unserer eigenen Ignoranz. Wir müssen nur noch ein paar Jahre warten, oder Jahrzehnte, oder Jahrtausende. Aber sie sind bald hier. Ein Wandel im menschlichen Bewusstsein ist notwendig, damit die Menschheit sich von der selbstverursachten Sklaverei befreit. Unglücklicherweise ist dieses große Werk kein automatischer Prozess, noch ist es garantiert, dass es überhaupt passiert. Wir können in diesem Zustand sehr, sehr lange bleiben, oder es kann sich verselbstständigen und zur Vernichtung der Menschheit führen. Das positive Ergebnis ist nicht garantiert. Jeder, der das denkt, ist sehr naiv und hat eine extrem dominante rechte Hemisphäre und ist unglaublich positiv. Ich sage auch nicht, dass das negative Ergebnis garantiert ist. Es kann beides sein, abhängig davon, wie sich unser Bewusstsein entwickelt. Es geht darum, wie viele Leute sich für die Wahrheit anstatt für die Täuschung entscheiden. Das bestimmt das Ergebnis. Ob oder ob es nicht passiert, hängt von dem menschlichen Willen ab, die Wahrheit zu lernen und sie anderen beizubringen. Das erfordert enormen Aufwand, Hingabe und Ausdauer. Man darf nicht aufgeben. Eine dauerhafte Anwendung des Willens ist notwendig. Andauerndes Arbeiten.
In der Alchemie gibt es einen Satz, der die Alchemie gut beschreibt. Labore et constantia. Es bedeutet Arbeit und Beständigkeit. Ständige Anstrengung. Das wird den Stein den Berg heraufbringen. Nur das. Und er wird sich mit Händen und Füßen wehren, Leute. Aufgrund der Verkalkung des menschlichen Bewusstseins. Ich denke nicht, dass es ein einfacher Prozess wird. Ich lüge dich nicht an, indem ich sage, komm, lass uns das große Werk verrichten. Es wird ein riesiger Spaß. Es wird so einfach sein und wir kriegen das echt schnell hin. Und dann wird alles gut. Wenn ich ein New Age-Guru wäre, der euch erzählt, was ihr hören wollt, dann würde ich das sagen. Denn ich wäre nur daran interessiert, wie berühmt ich bin und wie viele Anhänger ich um mich sammeln kann. Ich habe kein Interesse daran. Ich sage euch, wie es wirklich ist. Das macht mich auch nicht berühmt, um ehrlich zu sein, eine Menge Leute hassen mich. Es wird nicht einfach. Ein Quantensprung hat Anforderungen. Quantum bedeutet auf Latein Menge. Um die Waagschale in Richtung Wahrheit und Gerechtigkeit zu bewegen, muss eine bestimmte Menge von Leuten dieses große Werk verrichten, indem sie anderen helfen, die Wahrheit zu erkennen. Wenn es nicht genug Leute machen, dann werden sich die Waagschalen nicht bewegen. Wir müssen eine bestimmte Menge an Leuten erreichen. Menge ist erforderlich dafür. New Ager wollen dir erzählen, dass keine Menge gebraucht wird, sondern dass nur eine winzig kleine Gruppe von Leuten das erreichen kann. Unsinn! Es wird nicht Quantensprung ohne Grund genannt. Es wird Quantensprung genannt, weil Quantum eine Menge braucht. Man muss genug Gewicht auf die Schale der Wahrheit legen, damit die Waage sich bewegt. Erreichen wir die Menge nicht, dann wird es nicht umschwingen. Individuelle Entscheidungen für Verhalten, ob sie mit den Naturgesetzen harmonieren oder im Widerspruch sind, verbinden sich mit Energie und Effekt, sodass sie im Ganzen die Qualität unserer gemeinsamen menschlichen Erfahrungen beeinflussen. Im Gegensatz zu den New Age-Lehrern, die besagen, dass jeder einzeln seine Realität formt, sind es die kollektiven Entscheidungen von uns allen, was bestimmt, was wir erleben werden. Wir kreieren kollektiv unsere gemeinsame Erfahrung. Keiner manifestiert seine Realität alleine. Du hast natürlich Einfluss darauf, wie du dein Leben erlebst. Ob du selbstverursachtes Leid in Unmengen für dich erschaffst oder nicht. So funktionieren die Gesetze der Anziehung auf individuellem Level. Aber auf planetarer Ebene sind es unsere kollektiven Entscheidungen als Ganzes. Wir brauchen eine Gesellschaft, die die Naturgesetze versteht und in Harmonie damit lebt. Und dafür braucht man eine bestimmte Menge, damit das passiert. Diese Dynamik funktioniert wie ein perfekter Ausdruck von dem Prinzip von Aktion-Reaktion. Wie oben, so unten, wie unten, so oben. Wie das Bewusstsein auf individuellem Level ist, so wird das Ergebnis als Ganzes werden. In absolutem Gegensatz zu den New Age-Lehren sind zahlenmäßige Mengen erforderlich, damit ein Quantensprung passiert. Was ist also das wahre große Werk? Das wahre große Werk kann nur dann verrichtet werden, nachdem ein Individuum die Wahrheit bezüglich der Naturgesetze schon erkannt und sich damit in Einklang gebracht hat. Das wahre große Werk kommt dann als nächstes. So fängt es an. Erst wenn du deine inneren Widersprüche aufgeräumt hast und die Naturgesetze verstehst, kannst du sie anderen Leuten beibringen. Weil du es verinnerlicht hast und ein tiefes Verständnis davon hast und dein Verhalten im Einklang damit ist. Das ist nun, was das große Werk ist. Es ist die riesige Aufgabe, andere zu beeinflussen, durch den gleichen Prozess durchzugehen, den positiven Wandel des Bewusstseins. Change,
Es ist ihnen zu helfen, zu verstehen, dass durch die Unterstützung und Billigung von der Legitimität von Autorität und Regierung, also den menschlichen Gesetzen, dass sie dadurch die Legitimität von Sklaverei unterstützt und gebilligt haben und dass sie deswegen unmoralisch gehandelt haben. Und das ist harte Arbeit. Leute wollen das nicht hören. Leute wollen, dass das wahr ist, was sie wahrhaben wollen. Sie filtern ihre Wahrnehmung durch ihre Linsen. Kurz gesagt, ist das wahre große Werk, die Leute davon zu überzeugen, ihre falschen Religionen zurückzulassen, die falschen und dogmatischen Glaubenssätze, die die Weiterentwicklung von Bewusstsein zurückhalten, die die Aufnahme der Wahrheit und des Wissens um die Naturgesetze behindern. Ihre verkalkten religiösen Glaubenssysteme. Das muss aufgelöst werden. Carl Gustav Jung beschreibt das große Werk sehr schön. Ich sehe ihn als einen modernen Alchemisten, wie viele andere Lehrer des großen Werks. Man wird nicht erleuchtet durch das Vorstellen von schönen Bildern, sondern dadurch, dass man sich die Dunkelheit bewusst macht. Sich die Dunkelheit bewusst machen, nicht hoffen, dass man sich dessen bewusst wird, sondern es machen. Nicht darüber meditieren, sondern es durch einen Akt des Willens machen. Und das kann nur passieren, wenn genug Leute das wahre große Werk machen. Diese Prozedur ist allerdings unangenehm und daher unpopulär. Nur sehr wenige Leute machen das. Die Lösung ist, ein Lehrer zu werden. Ich will keine Anhänger oder Schüler um mich sammeln. Ich will nicht, dass ihr meinen Weg geht oder mir folgt, denn dann werdet ihr viele Jahre leiden, bevor ihr da rauskommt. Es wäre eine schlechte Wahl. Ich sage euch, folgt der Wahrheit. Wisst die Wahrheit. Das hat nichts mit mir zu tun. Wenn man den Leuten sagt, dass das große Werk darin besteht, andere Gemüter zu beeinflussen, sich zu ändern, nachdem man sich selber geändert hat, ist es etwa so. Lass mich davor wegrennen, so schnell ich kann. Bist du bescheuert? Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist das Schwerste, was man machen kann. Exakt. Genau deswegen machen es so wenige. Viele Hände machen Arbeit einfach. Wenn mehr Leute mitmachen würden, dann würde es einfacher und schneller gehen. Thomas Jefferson sagte, erziehe und informiere die ganze Masse von Leuten. Das ist die einzige sichere Verlässlichkeit für die Erhaltung unserer Freiheit. Erziehung ist die Antwort. Der Forscher Donald McKelvenny sagte, in jeder absteigenden Zivilisation gibt es einen kleinen Rest von Leuten, die sich an das Richtige statt dem Falschen halten, die den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennen und die aktiv Position für das Gute einnehmen und gegen das Böse. Welche, die noch denken und unterscheiden können und die mutig Position gegen den politischen, sozialen, moralischen und spirituellen Untergang ihrer Zeit ankämpfen. Brilliant. Die Worte Jesu im Matthäus-Evangelium. Denkst du nicht, dass ich auf die Erde kam, um Frieden zu bringen? Ich kam nicht, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Ich bin gekommen, um einen Mann gegen seinen Vater zu stellen, eine Tochter gegen ihre Mutter und eine Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Eines Mannes Feind wird in seinem eigenen Haushalt sein. Jeder, der seinen Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Jeder, der seinen Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und jeder, der sein Kreuz nicht nimmt und mir folgt, ist meiner nicht wert. Wer immer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer immer sein Leben in meinem Namen verliert, wird es finden. Das sind die Worte, die Jesus angeblich gesagt hat, aber man kann Jesus hier durch die Wahrheit austauschen. Der Weg, das Licht, die Wahrheit, das Wissen. Das Wissen um die Naturgesetze. Christusbewusstsein.
Es besagt, dass es Leute in deiner Familie geben wird, die sich nicht für richtig statt falsch entscheiden, die sich weiterhin für Sklaverei entscheiden und weiter Sklaverei bewerben. Und mit diesen Leuten willst du dich nicht mehr umgeben, wenn du ihnen erklärt hast, was wirklich passiert. Das ist das Konzept von echter Vergebung und dem Hinhalten der anderen Wange. Es bedeutet nicht, dass man sich misshandeln lassen soll und das Böse einfach weitermachen lässt, bis es dich zerstört. Es bedeutet, dass man den Leuten, denen man nahe ist, mehr Chancen geben muss als denen, die man kaum kennt, die Wahrheit zu erkennen. Es bedeutet, weil mir diese Person wichtig ist, gehe ich wieder und wieder dahin und werde ihnen mit der Wahrheit konfrontieren. Und wenn sie auf die Seite von Wahrheit und Licht kommen, gut. Aber was er sagt, ist, dass dieser spirituelle Krieg heiß werden kann. Das bedeutet, dass die Leute, die uns nahe sind und sich nicht mit der Wahrheit in Einklang bringen, dass sie es sind, die das Böse auf dieser Welt unterstützen. Sie sind der wahre spirituelle Feind. Wogegen werden wir diese spirituelle Schlacht kämpfen? Ich sage, es werden vor allem innere Dämonen sein, die in der Psyche der Menschen sind. Und diese Dämonen werden gehärtete Egos sein mit negativem Wissen, emotionaler Gedankenkontrolle und die Angst vor wahrer Freiheit. Das Konzept des negativen Wissens ist, dass jemand behauptet, es schon zu wissen. Sie wollen sich etwas nicht ansehen, weil sie behaupten, dass sie wissen, was läuft. Es ist die Illusion von Wissen. Der größte Feind wird nicht Ignoranz sein, sondern die Illusion von Wissen. Die Leute erkennen die Wahrheit nicht. Es ist nicht nur, dass sie die Wahrheit nicht erkannt haben, sondern sie glauben an all die Sachen, die nicht wahr sind. Das bringt sie ins Negative. Das heißt, sie müssen daran arbeiten, wieder auf Null zu kommen. Daher nenne ich es negatives Wissen. Sie müssen hart daran arbeiten, ihren Geist leer zu bekommen, um Gutes aufzunehmen. Viele Leute sind in dem Zustand und am häufigsten sind es die, die überintellektuell sind. Die extrem dominante linke Hemisphäre, das linksseitige Gefängnis. Gefühlsmäßige Gedankenkontrolle ist der zweite innere Dämon. Ich erlebe das ständig bei Leuten, mit denen ich zu tun habe. Sie haben das dicke Fell nicht, um mir zuhören zu können. Was Art in seinem Vortrag sagte, in den alten Traditionen wurde gesagt, bewahrt das Fleisch für die starken Männer auf und gebt die Milch den Babys. Ich bin nicht hier, um die Babys zu überzeugen. Dafür habe ich keine Geduld. Ich habe die Energie nicht dafür. Ich möchte die anderen Lehrer stark klar bekommen, die möglicherweise dafür die Energie haben. Denn das ist nicht mein Ding und dabei bin ich absolut ehrlich zu euch. Ich bin nicht hier, um das zu tun. Ich will die Leute, die fast da sind, zum Ziel bringen, damit sie es weitergeben können. Sie werden diejenigen sein, die mit solchen Leuten zusammenarbeiten, aber nicht ich. Ich bin nur ehrlich. Gefühlsmäßige Gedankenkontrolle kommt in vielen Formen. Das ist die New-Ager-Variante hier. Wenn es unangenehm ist, dann will ich es nicht hören, ich will es nicht sehen und ich will es sicherlich nicht anderen erzählen. Ich werde es einfach ignorieren und es wird vergehen. Wie ist es, wenn man das bei einer Krankheit oder einem Problem macht? Wird es besser? Es wird schlimmer. Das ist die zweite Variante. Viele haben ein Problem mit der Wahrheit, weil sie die Art und Weise nicht mögen, wie sie präsentiert wird. Ich werde meinen Stil nicht ändern und ich persönlich mag meinen Stil. Ich sehe kein Problem damit, wie ich was präsentiere. Wenn ich mir meine Präsentationen ansehe, dann klopfe ich mir nicht ständig auf die Schulter, aber ich bin stolz darauf, wie ich es gemacht habe. Und ich denke, es war gut. Ich gebe zu, dass mein Stil eher für diejenigen ist, die ein dickes Fell haben und nicht für die Sensiblen. So soll es sein. Die versuche ich auch nicht zu erreichen. Ich will die Leute erreichen, die es wirklich begreifen, die können es an die Masse weitergeben.
Die hübsche Nachrichtensprecherin kann dir süßen Unsinn die ganze Nacht ins Ohr flüstern. Mit den blauen Frequenzen hinter ihr sagt sie, 2 plus 2 gleich 5. 2 plus 2 gleich 5. Und sie bekommt eine Menge Leute dazu, diesen Unsinn zu glauben. Aber bei der Person, die dir die Wahrheit sagt, vielleicht magst du seine Stimme nicht, vielleicht findest du die Härte, wie sie rübergebracht wird, unangenehm. Vielleicht schreit er dich durch eine Flüstertüte an und brüllt, du bist in Gefahr. Wir müssen was tun. Wir haben nicht alle Zeit der Welt und du sagst dir dann, mir gefällt das nicht, wie er das sagt. Das kommt negativ rüber. Er will nur Angst machen und sich wichtig machen. Man hört nicht auf den Inhalt, die eigentliche Information. Manche sagen, mir gefällt die Art, wie er sagt, oder der Tonfall nicht. Hat das irgendeinen Einfluss darauf, ob die Information wahr ist oder nicht? Die Leute in diesem Geisteszustand sind unter gefühlsmäßiger Gedankenkontrolle. Sie meinen, dass man den Wahrheitsgehalt einer Aussage daran bemessen kann, wie es sich anfühlt. Und das ist ein logischer Trugschluss. Das geht so nicht. Ich sage nicht, dass man nicht auf seine Gefühle hören soll, denn sie sind sehr, sehr wichtig. Aber man kann nicht mit den Gefühlen denken. Sie sind ein Kompass für Moral in unserem Leben. Sie sind der Kompass für unser Verhalten. Aber man kann die Informationen nicht verarbeiten oder den Wahrheitsgehalt mit seinen Gefühlen bemessen. Man muss mit dem Gehirn denken, am besten mit beiden Hemisphären, mit echter Intelligenz, um das zu filtern und herauszufinden, ob es wahr ist oder nicht. Ganz egal, ob dich jemand mit einer sanften Stimme belügt oder dich einer mit einer unangenehmen Stimme darauf hinweist, dass 2 plus 2 gleich 4 ist. Egal, wie sanft die Stimme und das Outfit der Dame ist oder wie man es dir präsentiert, wird die Aussage auf der linken Seite, niemals wahr machen. Aber die meisten Leute ziehen es vor, wenn es in einem angenehmen Ton präsentiert wird. Die Wahrheit ist aggressiv. Die Wahrheit ist, durch seine eigene Natur, im Krieg mit den Kräften der Falschheit und der Täuschung. Bertolt Brecht. Wir glauben wörtlich, dass es unser Recht ist, einer wahren Nachricht ignorant gegenüber zu bleiben, wenn der Überbringer der Nachricht uns nicht passt. Ich behaupte, dass das ein Symptom von absolutem Wahnsinn ist. Dieses anonyme Zitat habe ich in einem Online-Forum gefunden. Das hier ist ein echtes Juwel der Wahrheit. Es ist ein Anzeichen von Wahnsinn, wenn wir eine Wahrheit ablehnen, nur weil wir die Art, wie sie uns gesagt wurde, nicht gefällt. Das ist gefühlsmäßige Gedankenkontrolle, ein großer Teil meiner Arbeit, was ich versuche, Leuten beizubringen. Woher kommt die Angst vor echter Freiheit? Das wird einer meiner Hauptthemen für die Zukunft. Darüber werde ich ausführlich sprechen. Ich hoffe, ihr könnt den Baum sehen. Die Farbwahl ist etwas unglücklich. Es soll aber nur als Hintergrund für Text dienen. Hier oben sind die Blätter des Baumes. Die Blätter sind die Weigerung, persönliche Verantwortung zu übernehmen. Ihr denkt vielleicht, dass das an der Wurzel sein sollte. Oh nein, das sind die Symptome, die sich in der Krone des Baumes manifestieren. Die Blätter und die Zweige. Nun gehen wir zu den dickeren Ästen und dem Stamm des Baumes und damit zu den wirklichen psychologischen Problemen, die da wirken. Darüber sprachen wir gerade, Selbstverachtung aus Mangel an Selbstrespekt. Was beschreibe ich hier? Was für Leute wollen keine Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen und verachten sich selbst?
Was für Leute wollen keine Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen und verachten sich selbst, weil sie sich nicht selbst respektieren? Well, yes, it's a slave mindset, but there's something else that I'm describing. What kind of person is that? Ein Kind. Child. Thank you. Wir sprechen über Leute, die psychologisch, mental und spirituell noch Kinder sind. Keine Erwachsenen. Sie lehnen persönliche Verantwortung ab, was ein Zeichen dafür ist, dass sie nicht erwachsen sind. Und das liegt an den Traumata, die sie erlebt haben, welche zur Selbstverachtung und dem Mangel an Selbstrespekt geführt haben. Daher wollen sie keine persönliche Verantwortung, sondern möchten immer ein Kind bleiben. Lass uns nun ansehen, was an der Wurzel dieses Baumes des Bösen ist. Denn solange wir uns die darunterliegenden Gründe der psychologischen Probleme, die sich durch diese Symptome zeigen, nicht ansehen, können wir die Ursache des Problems nicht erkennen. Wenn ein Kind sich selbst nicht mag, es hasst sich selbst und fühlt sich minderwertig, das drückt sich dann so aus, dass es nicht erwachsen werden will. And that's expressing their refusal to grow up and take personal responsibility for themselves in their adulthood. What kind of trauma? Welches Trauma muss dem Kind widerfahren sein, wahrscheinlicher als alle anderen? Sie haben ein bestimmtes Trauma erlebt, wie die meisten Leute auf dieser Erde. And I would argue that most people on Earth have gone through this type of trauma. And that type of trauma. Dieses Trauma wird Verlassenheitstrauma genannt. Die Menschheit leidet unter tiefliegenden elterlichen Verlassenheitstraumata, die am Kern der psychologischen Probleme liegen, die wir menschlichen Zustand nennen. Solange wir uns dieses Trauma nicht ansehen, was durch Verlassenheitstraumata ausgelöst wurde, kommen wir nicht zu den Wurzeln vom Baum des Bösen. Wir würden damit nicht zu den Kernproblemen vorstoßen, die wir verstehen müssen. Genau darum geht eine Präsentation, die ich demnächst hier geben werde. Es ist eine zusammenfassende Synthese von dem, warum das die Wurzel aller Probleme der Menschheit ist. Ich nenne es Cosmic Abandonment. Und das wird einer der größten Teile meiner nächsten Arbeit werden. Es wird meine Arbeit deutlich von der Arbeit anderer Forscher dieser Gemeinschaft abheben. Wenn wir uns diese tiefliegenden Probleme nicht ansehen, werden wir die Probleme in der menschlichen Psyche nicht lösen können. Und damit werden wir die Symptome wie Selbstverachtung, Selbsthass und die Weigerung, persönliche Verantwortung zu übernehmen, nicht los. Und ich werde das mit den Ursprüngen der Menschheit verbinden und stelle dabei die Behauptung auf, dass es schon immer so war. Dass wir Kinder auf diesem Planeten sind, seitdem wir auf diesem Planeten sind. Und wir sind nie psychologisch, mental und spirituell erwachsen geworden. Weil wir als Spezies kosmische Verlassenheitstraumata haben. Das wird meine nächste Präsentation werden. Was wird benötigt von den Leuten, die das wahre große Werk vollbringen? Und es ist wie Sisyphus, der den Stein den Berg raufrollt. Wir müssen es auf die Spitze bringen und dann den letzten Schubs geben, dass wir es nicht nochmal machen müssen. Wer weiß, wie oft wir das schon probiert haben und es jedes Mal fehlschlug. Wir brauchen das Wissen, wer der echte Feind ist. Dazu kommen wir noch. Wir müssen uns in den Dienst der Wahrheit stellen, nicht unbedingt in den Dienst der Menschheit. Ich sage nicht, dass es nicht tugendhaft oder ehrenwert wäre. Ich sage, wir müssen darüber hinausgehen. Es geht nicht, mir oder dir zu dienen, sondern zuallererst der Wahrheit und den Prinzipien. Wir brauchen Mut und Beständigkeit. Und wir brauchen praktische Fähigkeiten in der echten Welt. Das Wissen, wer der echte Feind ist, muss als erstes kommen. Und das ist er nicht, die Priesterklasse, die sich in der Bohemian Grove trifft. Ich sage nicht, dass sie nicht böse sind. Ich sage nicht, dass sie keine Psychopathen sind. Ich sage nicht, dass wir solche Leute hier auf der Welt nicht brauchen.
I'm telling you that in this spiritual war, this is a tiny, 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 insignificant. Aber wenn es um Zahlen geht, dann ist das eine winzig verschwindende kleine Fraktion der Menschheit, die unmöglich den Verstand und das Verhalten von uns allen kontrollieren könnte, ohne unser Zutun. Ohne unsere Ignoranz. Ich sage nicht, dass ich diese Leute mag. Ich habe Respekt vor ihnen als Gegner. Auf jeden Fall. Ich unterschätze diese Psychopathen nicht. Kein Stück. Ich habe mit ihnen gearbeitet und weiß, wie ihr Wille und ihr Intellekt ist. Und ich sage euch, unterschätzt beides nicht. Unterschätzt auch ihre Fürsorge nicht. Wie schon gesagt, sie haben nicht die gefühlsmäßige Fürsorge, Mitgefühl und die Bandbreite von menschlichen Gefühlen wie wir. Das heißt aber nicht, dass sie keine Fürsorge haben. Sie kümmern sich sehr um ihre Agenda und was sie tun. Und sie haben den Willen, es durchzuziehen. Und sie geben nicht nach. Sie sind vereint und auf gleicher Welle. Und ich wiederhole, ich habe das nicht aus Büchern, sondern aus erster Hand Erfahrungen mit denen. Ich war zwar nicht auf diesem Psychopathentreffen, aber ich war bei anderen und lang genug dabei. Das ist nicht der echte Feind, sondern der hier, die schlafende Masse, die hypnotisierte Masse. Die Leute sagen, die Illuminati versklaven die Menschheit. Nein, tun sie nicht. Die Menschheit versklavt die echten Illuminati. Denkt mal darüber nach. Versklaven die Psychopathen aus dem letzten Bild uns wirklich? Und wer die Typen Illuminati nennt, sind es nicht. Illuminati bedeutet, dass du erleuchtet bist. Wollt ihr wissen, wer die Illuminati sind? Die Leute hier im Raum, wir sind die Illuminati. Die Leute, die begreifen, worüber wir hier heute sprechen, sind die Illuminati. Sie sind die wirklich Erleuchteten, die, die das Licht in sich haben, die das Wissen haben. Die Typen wollen sich so nennen, als wären sie erleuchtet. Sie haben vielleicht die dunkle Sonne, aber nicht die echte Sonne. Sie sind womöglich von der schwarzen Sonne erleuchtet. Das bedeutet, dass du es nur intellektuell weißt und das Wissen dann für die Kontrolle und Manipulation von Leuten benutzt. Daran ist nichts Erleuchtetes. Die Illuminati und die dunklen Illuminati sind beide nicht die Versklaver der Menschheit. Die Menschheit versklavt sich selber und sie versklaven die echten Illuminati. Sie versklaven die Lehrer, die hier auf Erden unter den ignoranten Massen sind. Die Menschheit versklavt sie. Das ist sehr unangenehm und die Leute wollen es nicht hören. Sie wollen denken, dass wir machtlose Opfer sind. Es gibt keine Wahl, es wird uns angetan. Und ich sage euch, dass freier Wille immer existiert. Es geht darum, seine Gedanken und dadurch seine Handlungen zu ändern. Und das ist unsere persönliche Verantwortung, die niemals abgegeben, delegiert oder abgelehnt werden kann. Man ist verantwortlich für sein Tun. Der Wahrheit zu dienen ist notwendig. Die Wahrheit selber ist ewig und sie kann nicht zerstört werden. Aber die Menschheit kann vernichtet werden, wenn wir uns weigern, uns in den Dienst der Wahrheit zu stellen, als ihre Verteidiger. Leute sagen, die Wahrheit braucht nicht verteidigt werden. Unsinn. Die Wahrheit muss verteidigt werden, jederzeit und überall, da sie von allen Seiten und nonstop angegriffen wird. Ständig. Und wenn wir nicht zu ihrer Verteidigung kommen, dann beherrscht die Stimme von Täuschung, Lügen und Gedankenkontrolle den Tag. Und die Stimme der Wahrheit wird nicht gehört, weil sie nicht selber sprechen kann. Wir müssen ihr Medium und ihre Stimme werden. Es ist möglich, ein positives Szenario für uns mitzugestalten. Das kann aber nur erreicht werden, wenn wir genug Fürsorge haben, um die Wahrheit selber zu erlernen und den Mut entwickeln, sie ständig anderen zu vermitteln. So andauernd, dass es ein ständiger Chor wird, wie die permanente Stimme von Lügen, Täuschung und Gedankenkontrolle es bisher war. Dafür braucht man Mut. Samuel Adams formulierte das gut. Die Freiheiten unseres Landes sind es wert, gegen alle Gefahren verteidigt zu werden.
Es ist unsere Pflicht, sie gegen alle Angriffe zu verteidigen. Es wird ein Zeichen ewiger Schande auf der jetzigen Generation sein, wenn wir sie uns durch Gewalt ohne Kampf entreißen lassen oder sie durch List verlieren, durch die Lügen von Menschen. Wenn du Wohlstand mehr liebst als Freiheit, die Bequemlichkeit der Dienerschaft mehr als den belebenden Wettkampf um Freiheit, dann geh in Frieden heim. Wir werden dich nicht nach Rat fragen und noch um Waffen. Knie nieder und lecke die Hand, die dich füttert. Mögen die Ketten locker und leicht sein und möge die Nachwelt vergessen, dass du unser Landsmann warst. Das fasst es äußerst kraftvoll zusammen, wenn ihr mich fragt. Denn er sagt euch, wenn eure Loyalität nicht der Wahrheit und Freiheit gilt, dann will ich dich nicht kennen. Und hoffen, dass die Geschichte vergisst, dass du je bei uns warst, weil du es verdienst, vergessen zu werden. Das sagt er hier. Ich kann dem nicht mehr zustimmen. Beständigkeit ist notwendig. Ständiges Streben. Wir sind die Sprachrohre, durch die die Wahrheit in dieser Welt arbeitet. Daher ist es unsere gemeinsame Aufgabe zu dieser Zeit, die anderen aufzuwecken, indem wir ihnen dauerhaft die Wahrheit sagen, selbst wenn es für uns beschwerlich ist und selbst wenn es für alle unangenehm ist. Es geht nicht um Komfort oder Bequemlichkeit. Es geht darum, Wellen zu machen. Es wird unangenehm für Leute sein. Wer hat behauptet, dass die Wahrheit zu hören ein warmes Gefühl ums Herz macht? Warum wollen die Leute das glauben? Wer hat das je gesagt? Die Wahrheit ist unangenehm und muss doch wie eine Geliebte umarmt werden. Mit Hingabe. Selbst wenn es schockierend ist. Thomas Paine, meiner Meinung nach einer der erleuchtetsten Leute auf diesem Kontinent seiner Zeit. Dies sind die Zeiten, die die Seelen von Menschen versuchen. Der Sommersoldat oder der Schönwetterpatriot wird in dieser Krise seinen Dienst am Lande verringern. Aber die, die jetzt stehen, verdienen die Liebe und den Dank der Männer und Frauen. Tyrannei, ähnlich wie die Hölle, ist nicht leicht besiegt. Und doch haben wir einen Trost. Je härter der Kampf, desto glorreicher der Triumph. Ich denke, er war ein echter Anarchist während der Kolonialzeit. Die Worte Buddhas, Siddhartha Gautama. Es gibt nur zwei Fehler, die man je auf dem Weg zur Wahrheit machen kann. Nicht anfangen und nicht den ganzen Weg gehen. Ich mag das Zitat sehr. Es geht um Beständigkeit und nicht darum zu sagen, ich bin so weit gekommen und ich will nicht mehr weiter. Ich will den Rest des Bildes nicht mehr sehen. Wir sind drei Viertel des Berges hinaufgestiegen, lass mich hier mein Lager aufschlagen. Ich bleibe hier, ich will nicht weiter. Ich will die Spitze nicht sehen. Bis wir nicht voll erleuchtet sind und bis zur Spitze des Berges kommen, erwarte nicht, dass die Dinge sich ändern. Erwarte keine Besserung. Die Wahrheit muss gänzlich aufgenommen werden. Wir brauchen echte Fähigkeiten in der reellen Welt. Es geht nicht darum zu sagen, ich weiß es jetzt und brauche keine Fähigkeiten. Um die Wahrheit zu vermitteln, braucht man Fähigkeiten. Wissen wird benötigt. Klar kann man nur zu den Leuten um sich herum sprechen, zu einer kleinen Gruppe von Leuten. Und ich sage nicht, dass man das nicht tun soll. Das kann man machen, selbst wenn man keine Fähigkeiten hat. Aber wenn du das im großen Stil machen willst, also die Masse erreichen willst, durch die neuen Medien, zum Beispiel durch eine solche Präsentation wie diese hier und den konstruktiven Gebrauch von Technik. Leute meinen, Technologie ist nicht gut für uns und wir müssen sie loswerden. Technologien verbessern das Lebensgefühl in allen Lebenslagen. Es ist ein Werkzeug. Es kommt darauf an, wie man es benutzt. Wir benutzen jetzt gerade Technologie für einen kraftvollen und erleuchtenden Zweck. Und so sollte es benutzt werden, um der Menschheit und der Wahrheit zu dienen.
Ich denke, dass technische Fähigkeiten in der jetzigen Welt absolut notwendig sind, und hier liste ich ein paar davon auf. Man muss gut organisieren können. Art und Chris haben das heute gut organisiert. Ich habe schon richtig schlechte Organisationen gesehen. Richard und Lisa haben das prima mit der Aufnahme hinbekommen und mit der Online-Übertragung. Dadurch werden wir noch viel mehr Leute erreichen. Manche können besser organisieren als andere. Man braucht auch gute Kommunikationsfähigkeit. Man muss sich ausdrücken können, damit die Leute einen verstehen. Man muss Leuten Konzepte in einfachen Worten vermitteln können. Man braucht oft grafische Designerfähigkeiten. Ich hätte diese Präsentation heute so nicht machen können, ohne meinen Hintergrund im Grafikdesign. Und ich danke Gott, dass ich ihn habe. Die Jobs, die ich hatte, haben mich auf das vorbereitet, was ich in Zukunft mache. Man sollte zumindest wissen, wie man einen Flyer macht. Wie viele können einen Flyer entwerfen? Großartig. Ich bin schwer beeindruckt. Ich habe Leute in anderen Vorträgen gefragt und da haben sich 2-3 Leute gemeldet. Präsentationsfähigkeiten, um eine Präsentation wie die hier zu machen. Wie viele können etwas präsentieren? Etwas weniger, aber nicht schlecht. Ton- und Videobearbeitungsfähigkeiten für Podcast und Radio. Website-Entwicklung. Das war richtig viel Arbeit vor 10 Jahren. Jetzt haben wir Open-Source-Programme, mit denen das kinderleicht und schnell geht. Man muss zwar etwas lernen, aber wenn man das kann, ist man bereit, sogar mehrere Seiten zu betreiben und zu jonglieren. Wie viele können eine einfache Webseite aufbauen? Hervorragend. Das ist beeindruckend, dass so viele in diesem Raum all das können. Ich bin beeindruckt. Und das ist selten. Netzwerken, also mit Leuten umgehen. Da bin ich eher schwach. Ich kann es zwar, aber ich mag es nicht. Ebenso wenig mag ich Marketing und Werbung. Kann mich nicht gut vermarkten, versuche zwar besser zu werden, aber vielleicht kann mir einer von euch dabei helfen. Kann aber alles von dem, bei den beiden letzteren muss ich mich aber noch verbessern. Aber wenn wir die Fähigkeiten nicht haben, dann werden wir die benötigte Zahl von Leuten nicht erreichen. Wir müssen die neuen Medien werden, die der Wahrheit dienen. Und müssen das dann rausbringen, damit die anderen sich das ansehen und verstehen können. Wir sind die Antwort. Wir sind die Illuminatoren, die Erleuchter der anderen, sobald wir das Wissen selber aufgenommen haben. Und das ist nur der Anfang, denn wir müssen es da rausbringen. Ich erzähle euch was. Ich hatte all das Wissen schon lange. Ich habe nichts damit gemacht, nur weiter Wissen aufgenommen. Ich wollte alles Wichtige wissen, damit ich das ganze Bild sehe und alles richtig mache. Wir gingen zu einem Treffen in Virginia. Virginia, die Göttin. Fürsorge. Sehr synchronistisch. Eine Frau kam auf mich zu und sagte, du bist einer der belesensten Leute, die ich getroffen habe. Was machst du? Wie meinst du, was ich mache? Was machst du mit all deinem Wissen, was du hast? Machst du Präsentationen, Radio, Video, Seminare? Ich mache nichts davon. Ich sammle weiter Wissen. Und sie sagte mit ernster Stimme zu mir, warum glaubst du, dass du das Recht dazu hast? Wie kannst du glauben, dass du all das aufnehmen kannst und nichts davon wieder rausgibst? Warum meinst du, hast du das Recht dazu? Es war, als hätte mir einer ins Gesicht geschlagen. Ich werde es nie vergessen. Sie sagte, du bist ein Niagara-Wasserfall in einem Wasserballon.
Du nimmst all das auf, baust immer mehr Druck, immer mehr, und es hat kein Ventil. Es wird brechen. Sie sagte, du musst dem Wissen ein Ventil nach außen geben, damit es zu anderen fließen kann und dann wird mehr nachkommen. Zurzeit hast du kein Ventil, ein Niagara-Wasserfall im Wasserballon. Es war, als hätte mich ein LKW überfahren, wörtlich. Ich kam auf die Idee für What on Earth is Happening ein paar Wochen später, da ich ständig daran denken musste. Es ging mir ständig im Kopf herum. Warum glaubst du, dass du das Recht dazu hast? Sie sagte es nicht nett, sondern machte mir klar, dass ich etwas falsch mache. Sie sagte, ich soll mein Hintern in Bewegung setzen und ich danke ihr dafür. Wenn sie mir das damals nicht gesagt hätte, wäre gut möglich, dass ich weiterhin nichts getan hätte. Man weiß es nicht. Ich denke, ich hätte wohl irgendwann angefangen, aber an der Kreuzung, das ist die letzte Sektion und dann kommen wir zu den Fragen. Ein Zitat von R. Buckminster Fuller. Die dunklen Zeiten herrschen immer noch über die Menschheit und die Tiefe und Beständigkeit ihrer Dominanz wird erst jetzt langsam klar. Dieses Gefängnis der dunklen Zeit hat keine Stahlstäbe, Ketten oder Schlösser. Anstattdessen ist es mit Orientierungslosigkeit verschlossen und mit Fehlinformationen erbaut. Gefangen in einem Überfluss von konditionierten Reflexen und getrieben vom menschlichen Ego, versuchen die Aufseher und die Gefangenen, mit Gott zu wetteifern. Alle sind störrisch skeptisch gegenüber dem, was sie nicht verstehen. Wir werden gefangen gehalten in diesen dunklen Zeiten durch die Art und Weise, wie wir konditioniert wurden, zu denken. Die Konditionierung unserer Gedanken hält uns in diesem Gefängnis. Und erst jetzt wird die Tiefe der dunklen Zeit für manche Leute klar. Wir sind in der Zeit der Apokalypse, aber ich möchte das umbenennen. Denn wir sind nicht mehr in der Apokalypse. Wir sind in postapokalyptischen Zeiten. Die Apokalypse ist schon vorbei. Wir leben in der Zeit nach der Apokalypse. Was meine ich damit? Dazu müssen wir uns die Bedeutung des Wortes ansehen. Es stammt von dem griechischen Präfix apo, was weg, daher entfernt von bedeutet, und dem griechischen Verb kalyptein, was bedecken, verstecken bedeutet. Zusammengesetzt bedeutet es, den Schleier lüften, etwas zeigen oder etwas aus dem Geheimen bringen. Überraschung, der Vorhang ist schon gelüftet worden. Die Wahrheit ist schon raus. Die Wahrheit über das, was vorging und vorgeht, ist raus. Es wurde deokkultiert. Und nicht nur durch mich, sondern von sehr vielen Forschern. In meinem Podcast spreche ich darüber und auf meiner Webseite ist eine Liste von denen. Die Wahrheit ist schon raus. Die Apokalypse ist also das Lüften des Schleiers, das Heben des Vorhangs, es den Leuten zeigen. Was die Menschheit tun muss, ist die kosmische Entschuldigung. Seht ihr die Worte, ich lag falsch? Das ist die kraftvollste Phrase, die ein Mensch sagen kann. Die zweitstärkste ist, ich liebe dich. Aber das hier ist stärker. Denn es geht hier um inneren Wandel. Hier geht es um den Wandel des Selbst, nicht zu einem anderen. Das hier ist das Mächtigste, was man sagen kann. Nein ist das mächtigste einzelne Wort, aber das ist die mächtigste Phrase. Okay, the word apology comes from Greek. Das englische Wort Apology, also Entschuldigung, kommt vom griechischen Apo und Logos, was Wort bedeutet. Zusammengesetzt bedeutet es wörtlich, weg vom Wort gehen oder das Wort zurückgeben.
Wenn ich also etwas Falsches gesagt habe, dann meint es, ich nehme das zurück. Ich nehme es zurück, ich entferne das Wort. Ich entferne mich von dem, was ich gesagt habe, beziehungsweise ich nehme das Gesagte zurück. Das ist eine Entschuldigung im normalen Sinne. Lass uns nun ansehen, was ich mit kosmischer Entschuldigung meine. See, the Greek noun logos, which is written there in Greek script, which means word in Greek, it comes from das griechische Wort logos, was Wort bedeutet, kommt vom Verb lego, was sagen, sprechen bedeutet. Das lateinische Substantiv lex legis, was Gesetz oder Recht bedeutet, stammt von diesem griechischen Verb. The Greek verb lego, to say. Again, because who put the law? Wer hat die Gesetze erschaffen? Der Schöpfer. Wie hat er die Schöpfung geschaffen? Er hat sie ausgesprochen und dadurch manifestierte sie sich. Realität und Wahrheit wird in die Existenz ausgesprochen durch die Kraft der Vibration, die vibrierende Kraft der Stimme. Der Schöpfer sprach die Schöpfung in Existenz durch die lateinischen Worte fiat lux. Es werde Licht. Okay? The Latin noun lex legis, meaning law, is actually derived from this Greek verb lego, meaning to speak or to say. God, nicht der Mensch, sondern Gott ist das Logos, der Autor unserer Gesetze. Der das Gesetz in Existenz sprach bei der Schöpfung des Universums. Die Naturgesetze sind die Gesetze des physischen Universums. Sie sind die Grenzen dessen. Der Menschenaufgabe ist es zu lernen, auf das Wort Gottes zu hören. Die Wahrheit und sein Verhalten in Einklang mit Gottes Gesetzen, nicht den menschlichen Gesetzen, sondern mit den Naturgesetzen zu bringen. Die Menschheit muss eine kosmische Entschuldigung machen, indem sie das Wort, also die Gesetzgebung, die Autorität, wieder an Gott zurückgibt, seinem rechtmäßigen Besitzer. See, we think we're the authors, we're the authorities. That's what author means, right? Author. What's another word for author? This is just this is how mind control through words works, right? An author is a what? A writer. Well, what are you saying there? An author who has authority. Das erreicht man, wenn man seinen Geist und sein Herz der Wahrheit öffnet und wenn wir anfangen, das verlorene Wort Nein zum Bösen zu sagen. -er. Okay? They're making it into a right. This is what you hear when you hear the word authority. You hear author, which means a writer. Meaning, denn wer meint, die Autorität rights, über die Gesetzgebung zu haben, misst sich mit Gott, beziehungsweise stellt sich auf eine Stufe mit ihm. That's all this really comes down to. In a nutshell, we're up against a class of people who believe that they can be God and own and rule everybody else. Und die dunklen Okkultisten, die das tun, sind kranke, psychopathische Wahnsinnige, die meinen, Gott zu sein und in der Hölle, was sie die dunkle neue Weltordnung nennen, regieren wollen. Wir müssen das Wort, die Autorität an den Schöpfer zurückgeben, dem rechtmäßigen Besitzer des Logos. The word doesn't belong to us, folks. The word belongs to God. That's why it says at the beginning of the biblical text, in the beginning was the word, and the word was God. You know? That's what the Logos in der Bibel steht, dass am Anfang das Wort war und das Wort war Gott. You want the best definition I could ever give you for the word God? Law. People don't want to look at it like that. Very few people ever look at it like that. Die Naturgesetze sind Gottes Gesetze. Das ist,
to evil, to the presence of evil in our lives. See, this is an initiative. Das ist ein initiierter innerhalb dessen, was the Jed Säulen genannt wurde. Depending on how certain people pronounce it. And these Jed pillars represent. Diese Säulen repräsentieren Stabilität und Erleuchtung und die beiden Prinzipien. Das heilig-weibliche Prinzip der Nicht-Aggression und das heilig-männliche Prinzip der Selbstverteidigung. Der Initiierte ist der Erleuchtete, der beide Säulen verinnerlicht hat und kosmische Erleuchtung erlangt hat. Was durch die geflügelte Scheibe von Ma'at repräsentiert wird, die über den beiden Säulen dargestellt ist. Ma'at wurde als große Muttergöttin in der kemetischen Tradition angesehen. Die kemetischen Traditionen haben keine physische Frau verehrt, sondern eine Personifikation der Wahrheit, Gerechtigkeit, Ordnung und der Naturgesetze, die im Heilig-Weiblichen enthalten waren. That was encapsulated as the sacred feminine essence. And she was above all the. Sie stand über allen Göttern der kemetischen Tradition. Niemand war höher als Ma'at. Und man kam in Einklang mit Ma'at, wenn man Ordnung haben und Chaos vermeiden wollte, indem man die Lehren von Ma'at lernte. Sie war die Göttin der Gerechtigkeit und der Rechtschaffenheit. Sie brachte Ordnung, wenn man sich ihren Lehren, den Naturgesetzen, anpasste. Es bedeutet also, wir müssen das Wort zurückgeben, nicht, dass wir schweigen sollen. Das ist eine symbolische Allegorie für die Entschuldigung. Wisst ihr, wofür das G in der Freimaurersymbolik steht? Apollo G, die Sonne. Wir müssen die Entschuldigung machen. Das bedeutet das G im Winkelmaß und Zirkel allegorisch ebenfalls. Eine der griechischen Gottheiten, der in der Freimaurerei als Beispiel dient, ist Apollo, der Sonnengott. Er war deren Version von Horus, der ägyptischen Tradition, Jesus aus der christlichen Tradition und Mithra aus der persischen Tradition, wie viele andere Sonnengötter, die Licht und Wahrheit repräsentierten. Das ist der Mittelweg, der mittlere Pfeiler. Das ist es, was der Initiierte repräsentiert. Ich habe die Präsentation mit dem Bild, bevor wir anfangen, gestartet. Nun haben wir angefangen und es liegt an euch, um es weiterzuführen. Was ihr mit dem Wissen anstellt, ist euch überlassen. Das ist ein Gemälde von Alex Gray, was die Weltsichtspaltung zeigt. Bleiben wir in einer der Unausgewogenheiten und kreieren damit eine negative Sicht auf diese Welt? Oder leben wir in Harmonie mit den Naturgesetzen, was uns diesen Pfad ermöglicht, wenn wir beide Hemisphären gleichermaßen benutzen, also einschließlich des weiblichen, fürsorglichen Teils? Wenn man in Harmonie mit den Naturgesetzen lebt, kann es nur dazu führen. Freiheit, Frieden, Wohlstand, das Überleben unserer Spezies und ebenso die evolutionäre Weiterentwicklung in Bewusstsein. Das Harmonieren mit den Naturgesetzen führt genau dazu. Im Gegensatz dazu wird das Leben im Widerspruch mit den Naturgesetzen uns diese Dinge bringen. Es wird uns diese höllische Welt des Chaos und der Zerstörung bringen, weil das Leben im Widerspruch zu den Naturgesetzen uns das bringt. Kontrolle, Sklaverei, Krieg, evolutionäre Stagnation und letztendlich die Auslöschung unserer Spezies. Wofür wir uns entscheiden, wird sich noch zeigen. Ich kann euch das nicht beantworten, da jedes Individuum es für sich selber entscheiden muss und damit das globale Bewusstsein beeinflusst. Es kommt auf die Zahlen an. Thomas Jefferson sagte, ein freies Volk beansprucht seine Rechte aus den Gesetzen der Natur, nicht als Geschenk seiner Meister.
and not as the gift of their magistrates. John Locke sagte, die natürliche Freiheit der Menschen ist, frei zu sein von allen stärkeren Mächten auf Erden und nicht unter den Willen oder der legislativen Autorität der Menschen, sondern nur mit den Gesetzen der Natur als Regelwerk. Ein ehemaliger Chef der Rosenkreuzer, Francis Bacon, sagte Folgendes: Um der Natur befehlen zu können, muss man ihr erst gehorchen. Wenn wir die Kräfte des Kosmos auf unserer Seite haben wollen, dann müssen wir die Naturgesetze lernen und uns daran halten. Wenn wir unser Verhalten nicht daran anpassen, wird die Natur nicht auf unserer Seite stehen, sondern weiterhin gegen uns sein. Und sie wird mit Sicherheit unsere Wünsche nicht beachten, wie zum Beispiel freie Energie für die positive Nutzung. Es wird weiterhin nur für die negativen Zwecke benutzt. Der Psychologe Alfred Adler sagte, es gibt ein Gesetz, das besagt, man solle seinen Nachbarn lieben wie sich selbst. Das bezieht sich auf die goldene Regel. In ein paar hundert Jahren sollte das für die Menschheit so natürlich sein wie Atmen oder das aufrechte Gehen. Aber wenn wir das nicht lernen, dann muss die Menschheit verschwinden. Ich hoffe wirklich, dass es schneller geht als ein paar hundert Jahre. Aber wenn man sich das ansieht, bin ich mir dann nicht so sicher. Wir können das deutlich schneller hinbekommen, wenn wir den Schlüssel annehmen, der hier heute gezeigt wurde. Der Schlüssel öffnet alle Schlösser, aller Türen, von allen Käfigen. Und das beinhaltet das Wissen um die Naturgesetze. Werden wir uns dafür entscheiden, die Leiter des Bewusstseins durch unsere Willenskraft und Leistung hinaufzugehen? Es ist nicht einfach, sondern eher beschwerlich. Die Konzepte und Wahrheit sind aber nicht schwer zu erlernen. Wir müssen eher einiges von der vorhandenen Konditionierung ablegen, die uns nicht weiterbringt. Ich behaupte aber nicht, dass es leicht ist. Es erfordert einiges an tiefer Introspektion. Aber wenn wir es tun, dann können wir aus dem selbstgemachten Gefängnis herauskommen, indem wir das Heilig-Weibliche und das Heilig-Männliche in uns ausbalancieren. Und indem wir unsere angeborene Souveränität erkennen und wissen, dass es keinerlei Legitimität für Sklaverei gab oder gibt. Ebenso für Kontrolle und für die externe Herrschaft über Menschen als Untergebene. Das Wissen um unsere Souveränität muss Hand in Hand mit dem Wissen um die Naturgesetze gehen. Diese Tarotkarte ist auf dem Titelbild. Ich spreche in meiner Online-Arbeit darüber. Wenn man die Verbindung des Tarot mit den Lehren der anderen Mysterientraditionen versteht, insbesondere mit den kabbalistischen Traditionen, dann begreift man, dass genau diese Karte hier den Willen der Schöpfung und das, was die Schöpfung in physischer Realität manifestieren will, anzeigt. The will of creation and what creation itself, what the mind of the universe itself ultimately wants to manifest in physical reality. Nicht in irgendwelchen Traum- oder Fantasiewelten, sondern genau hier in dem physischen Bereich, der nicht vom spirituellen Bereich getrennt ist, sondern ein und dasselbe ist. Not separate and distinct from the spiritual domain, they are one and the same. Diese Karte ist die Karte Gerechtigkeit. Es enthält das Wort Recht, was auch Gesetz bedeutet. Diese Karte zeigt die Balance zwischen den beiden Säulen an. Der König hält das Schwert der Wahrheit in der einen und die Waagschalen von Wahrheit und Gerechtigkeit sind perfekt ausgewogen in der anderen Hand. Es repräsentiert Souveränität. Und es bedeutet, sich den Naturgesetzen und der Wahrheit angepasst zu haben und damit die Manifestation von Ordnung.
Das kann nur passieren, wenn wir unser Verhalten an die Prinzipien der Naturgesetze anpassen. Erst dann entsteht das, was das Universum für uns manifestieren will, was Ordnung und Gerechtigkeit ist. Wenn wir die Dinge zurücklassen, die uns zurückhalten und die Ketten der mentalen Gefangenschaft brechen, wir können eine Welt erschaffen, die auf wirklicher Freiheit aufgebaut ist. Es ist möglich. Ich sage nicht, dass es keine lange und schwere Reise werden wird, aber es ist möglich. Wenn wir das schaffen, dann werden wir Entwicklungen und Dinge sehen, die die Welt so drastisch anders aussehen lassen werden, wenn wir den mittleren Pfad Richtung Ordnung und Gerechtigkeit gehen, dass wir uns das jetzt kaum vorstellen können. That the changes we're going to experience are going to be so positive and so transformative that we can scarcely even imagine what the world will be like on the other side of that work, on the other side of that transformation. Wird das passieren? Vielleicht. Vielleicht nicht. Es hängt davon ab, was du in der Reflexion dieses Dings sehen wirst. In the reflection of that device right there. Darauf wird es ankommen. Das muss jedes Individuum selber entscheiden. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre werte Aufmerksamkeit heute. Thank you, thank you. Thank you, I appreciate that. Finally, this right here, Lex Rex, simply means the law is king. The law is king. Zum Abschluss, das Lex Rex hier bedeutet schlicht, dass das Gesetz König ist. Das ist mein letztes Bild für heute. Das soll es für heute gewesen sein. Haben wir noch Zeit für Fragen oder habe ich viel überzogen? Oh, lang drüber. Verzeiht bitte die Überziehung. Ich hatte gehofft, wir hätten noch ein wenig Zeit für Fragen. Okay? Nochmals vielen Dank für Ihre werte Aufmerksamkeit. So, I really did want to leave time for questions, but I think it would be, I don't know if it would be really just, you know, intrusive and ignorant at this point to just stay even beyond this time. So maybe we should start packing it up. All right? I apologize for going so far over, but I think the information speaks for itself and is worth it. And I hope I was clarified on that. Listen, I'll tell you what. Anybody has specific questions, since there's no time for questions, let me just get this across, okay? Since there's no time for questions, I'll make a personal effort, and I rarely tell people I will respond to email questions. You tell me that specifically that you attended this seminar here today in an email, and if you have a specific question, get to the specific question quickly in your email, and I will make the time over the next few weeks to try to respond to everybody. I'll promise that. How's that? Does that sound okay? All right, great. Thank you. Thank you guys all so much for being here, for staying for the whole thing. Thank you. I'm very impressed with you guys today. You know, that takes a tremendous effort of will and attention. So, you know, thank you guys so much. Thank you.